Damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist Eishockey-WM Spezial, eure Vorschau für alles, was ihr wissen müsst rund um die Eishockey-Weltmeisterschaft ab morgen in Finnland und live bei uns bei Magenta Sport. Das Ganze natürlich mit den Deutschen, mit der deutschen Mannschaft, alle Partien live und selbstverständlich K.O.-Runde. Alles, was wichtig ist, wenn es Richtung Medaillen geht. Und Thema Medaillen, da kann es nur einen geben, unseren Goldjungen zu meiner Seite, Patrick Ehlechner. Servus, hallo. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, danke, danke, schön, dass du da bist. Ich freue mich, wir werden heute eine Menge bequatschen, nämlich alles, was wichtig ist, rund um die Eishockey-Weltmeisterschaft. Morgen geht's los, Deutschland, Kanada, aber wir gucken nicht nur auf die deutsche Mannschaft, vor allem aber auf die deutsche Mannschaft. Und bevor ich unseren kongenialen Partner zu meiner Rechten begrüße, möchte ich natürlich noch dir als Gast heute ein kleines Geschenk überreichen. Oha. Ich greife mal hinter mich, weil ich ja weiß, dass das auch während dieser Weltmeisterschaft frisurenmäßig immer bei dir stimmen muss, habe ich zwei Endgeräte organisiert. Ja, unsere Amelie hat natürlich da wieder keine Kosten und keine Mühen gescheut. Das ist einmal für die Tolle oben, damit du grundsätzlich da ein bisschen nachföhnen kannst, weil zwischendurch fällt sowas ja auch mal zusammen, so Drei-Wetter-Taft-mäßig. Man weiß nie, was im Studio für ein Wetter ist. Und hier dieses Teil. Du kommst ja aus gebildetem Hause, kennst dich mit Frisuren aus. Was ist das für ein Gerät? Weißt du das überhaupt? Da werden Locken gedreht. Ja, so eine Art Lockenstab, oder? Lockenstab habe ich früher gesagt. Kannst du ganz kurz mal, ohne dass du die Technik versaust, bevor wir loslegen, mal einen Check machen, damit wir auch sicher gehen können, dass deine Frise hält. Und zwar die nächsten 3,5 Stunden. So, geht schon mal. Wenn du kalt einstellen würdest later, könnte das auch noch unsere Klimaanlage sein. Aber kommen wir zum Thema. Aber danke dafür. Ja, bitte, gern geschehen. Darf ich ihn behalten? Darfst behalten, natürlich, klar. Habe ich ja nicht bezahlt. Ja. Ja. Hier extra in Gelb, Schwarz und Gold fehlt noch. Aber wenn du schwarz bist, nee, andersrum. Wenn du bist schwarz, ich bin schwarz. Gelb, dann fehlt noch unser Junge. Auf der rechten Seite. Du bist jetzt einfach rot. Magic Mike ist auch da, natürlich. Ich bin jetzt einfach rot. Grüß euch. Ja, hier habe ich ja was Rotes dabei. Und ich finde es einfach geil, dass wir endlich mal die geilste Frise in Eishockey-Deutschland heute zu Gast haben. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Die geilste Frise? Ja. So sieht es nämlich aus. Das ist, ich bin aber heute nicht so zufrieden. Ich sage es euch ganz ehrlich. Nee, bad hair day. Es ist heute... Die eine liegt nicht so, wie ich es mir vorstelle, die eine Locke. Zu sonnig oder... Es hat was mit der kroatischen Sonne zu tun, ja. Ja, denn frisch aus dem Urlaub ist Patrick Ehlechner angereist. Deshalb nur auch noch dich, hier Short Pants. Ne? Kannst du noch mal ganz kurz zeigen, damit es auch hier zu sehen ist? Ich weiß nicht. Ja, da sieht man es doch. Ja, okay. Also kurze Hose. Das ist übrigens ganz normal. Denn wenn das Wetter draußen gut wird, wenn es so langsam Richtung kurze Bux geht, dann beginnt die Eishockey-WM. So ist das halt. Und übrigens, alle Insta-Stars tragen keinen Gürtel mehr. Ah, okay. Also das ist, hast du einen Gürtel an? Nee, natürlich nicht. Ja, eben, dann bist du auch einer. Okay. Ja, okay, gut. Verdammt, dann bin ich keiner. So, Magic Mike, wir müssen natürlich jetzt erstmal, bevor wir loslegen mit unseren Themen, erstmal den Menschen da draußen, unseren treuen Zuhörern, Zuschauern, Zuschauerinnen, mit auf die Reise geben, dass ihr natürlich auch heute wieder dabei sein könnt. Ist ja klar, wie immer. Und das ist die folgende Nummer, wenn ihr eine Info habt, die wir nicht wissen. Da soll es was geben. WhatsApp, könnt ihr eine Sprachnachricht rausdonnern, 0175 68 17248. Bald kann ich sie auswendig. Oder haut alles, was ihr wissen wollt, von uns, von unserem Gesprächspartner, komme ich gleich zu, in die YouTube-Kommentarleiste. Da könnt ihr nämlich ganz locker mitdiskutieren. Das freut uns am meisten. Denn in den kommenden 17 Tagen blickt ja bekanntermaßen die Eishockey-Welt auf Finnland. Denn dann geht's los. Also, ja, macht nichts. Lass dir Zeit, ich rede in der Zeit ein bisschen. Und wir haben natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben es eben schon ganz kurz über Insta mal angekündigt. Ja. Die dabei waren, wissen jetzt es schon. Fett. Denn, für alle Fans. Genau. Oder Magic Mike, lass uns den Gameplan machen und dann komme ich zum letzten Programmpunkt. Vermutlich wird es der letzte Programmpunkt. Da sieht man es schon. Ja, man sieht es schon, aber
Wir sagen noch nichts. Nee, wir sagen noch nichts. Fahren wir mal ab, oder? Ja, was komm, heute fahren wir ab, was haben wir vor in den nächsten 199 Minuten. Nur. WM-Spezial. Also, wir reden natürlich über die WM. Ha! Es geht um den Modus. Wir gucken die Gruppen uns an. Wir gucken uns, ja, sehr schön. Wir gucken uns auch die Spielorte an und blicken natürlich vor allem auf den deutschen Kader, aber auch auf die deutschen Gegner. Uns wird natürlich interessieren, was macht Team Kanada, der erste deutsche Gegner, aber auch alle anderen werden wir mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Wir haben gleich ein Exklusivinterview mit dem Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes, mit Christian Künast. Der wird uns auch erzählen, wie es so ist in Finnland. Jungs angekommen, ja. Was macht das Leben so, wie sieht der Kader aus, gibt es Wehwehchen, alles in Ordnung, alles, was man wissen will vorher. Also WM-Gegner habe ich gerade gesagt und last but not least, Paddy, last but not least, unser großes WM-Quiz. So sieht's aus. Das ist richtig schwer. Ja. Ich finde schon. Genau, und wenn ihr eine Frage nicht beantworten könnt, dann bin ich mir sicher, kann es auf jeden Fall heute auch unser Kommentator, denn Alexander Kunz wird uns auch zugeschaltet sein. Ui. Ja, der ist ganz tief mit der Nase in das History Book. Ich dachte abgetaucht. Schon, du sagst was anderes, ja. Und hat sich alle wichtigen Infos, die es braucht, schon reingezogen. Den also, hören wir heute noch, oder? Ja, der kommt auch noch kurz hinzu. Ja, geil. Und der wird auch bei den Fragen, die wir an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen haben, sicherlich keine Sorgen haben, aber er ist kein Joker, sagen wir so. Aber jetzt kommen wir zum Quiz. Guck mal, ich gehe kurz rüber. That's it for you, guys. Guck mal hier. Also, wir haben einen unterschriebenen Schal. Geil. Ne? Von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. So, wenn ich den jetzt umlege, so jetzt. Dann ist er noch mehr wert. Da kommt gleich, nee, da kriege ich hier direkt einen Axelpeter. Also, zwei ganz, Schals. Selbst, mach mal Hände hoch, ganz schnell. Hände zum Himmel, das kann ich gut. Ist noch trocken komm, bei dir, gell? Lasst uns ist glücklich noch, sein. Mikey, gell? Ja. Ist noch trocken. Ja. Ja. Müssen wir beobachten. Aber viel besser und viel wichtiger, das Ding hier. Das guck ist mal, ein Penny. Highlight. So, nimm halt du mal links. Jetzt halt doch mal. Das Shirt war mal weiß. Ja. Ist ja gut jetzt. Also, ein Trikot der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Avec le signature. Ja? Um schon mal in der Sprache der Gruppengegner zu sprechen. Guck mal an. Ist richtig geil. Also ich würde es selber gerne haben. Alle signiert und dementsprechend unser Preis für euch heute. Wenn ihr Bock habt, beim Quiz später mitzumachen, es lohnt sich, weil man kann ein bisschen sein eigenes Wissen testen und sind echt coole Fragen dabei. Da hat unsere hundertköpfige Redaktion ganze Arbeit geleistet, stark, um diese Fragen rauszufiltern. So, legen wir los. Ab dafür, oder würde ich sagen. Echt cool. Ja, komm. Hier ist unser Plan übrigens. Das nennt man Ablauf. Und wie immer gilt, weg. Man weiß es nicht genau, was passiert. Wir reden zuerst über die grundsätzlichen Sachen, würde ich sagen, Paddy. Also, 9. WM in Finnland übrigens. Ja, man hat sich was Neues einfallen lassen. Die Austragungsrechte mal wieder gesichert. Hoffentlich ja dann 2027 auch wieder in Deutschland, das um wär da cool. schon mal vorauszuschauen. Ja. Aber es ist ein bisschen weit weg. Ich würde sagen, wir gucken zuerst mal einfach Magic Mike und du haust uns das immer einfach hier auf den Schirm drauf. So ein bisschen auf den Modus, ne? Auf so die Hard Facts. Kann man das ja so sagen? Ja. Ja, dann, wenn wir drauf schauen, im Endeffekt Modus, ja, zwei Achtergruppen, die haben wir hier mal. Das ja ist die deutsche Gruppe mit Kanada, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Kasachstan, Italien und Frankreich. Aber die sind in der Gruppe A, ne? Die sind in der Gruppe A und dann haben wir noch die Gruppe B mit Gastgeber Finnland, USA, Tschechien, Schweden, Österreich, Großbritannien, Norwegen und Lettland. Mhm. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Frankreich und Österreich sind hier reingerutscht, weil Russland und Belarus ja ausgeschlossen wurden für die diesjährige WM. Das ist richtig. Und ja, die ersten vier aus jeder Gruppe kommen ins Viertelfinale und dann wird über Kreuz gespielt und so lange, bis man am Ende einen Sieger hat, glaube ich. So einfach ist der Sport, heißt es immer. Wir wären Gruppenzweiter, sage ich. Oh, jetzt schon. Oh, jetzt ja schon die erste Ansage von ja, Patrick Ehlechner. Aber wenn du gerade dabei bist, ja, was das angeht, wir haben auch noch eine Umfrage offen. Die hatten wir ja am Montag auch schon gestartet. Und zwar, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft? Die Umfrage ist immer noch offen. Der Link kommt bestimmt bald in die YouTube-Kommentarleiste und dann kann man immer noch fleißig abstimmen. Aktuell sagen die meisten, fast 50%, dass wir das Viertelfinale auf jeden Fall erreichen. Weltmeister sagen 3. Ja. Hast du da auch mitgemacht, oder? Nein, ich bin das Halbfinale. Ja. Ja, wir sind halt die Optimisten dieser Veranstaltung. Ach, übrigens, Vorrunde, das ist unser Leiter der Sendung, der gesagt hat, wir gehen in eine Vorrunde raus. Ach, Mann. Nein, aber immerhin gibt es Optimisten und Finale. Guck mal, aber Halbfinale sind ja schon, da sieht man,
Das ist vermutlich so das, was sich die meisten wünschen. Ja. Und wo jeder, glaube ich, auch erstmal brutal happy wäre, sollte das eintreten. Aber man weiß nicht. Weil, man darf ja auch nicht vergessen, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, man kann ja auch absteigen. Ist nee, ja das habe ich noch nicht erwähnt. Ja, guck, ist ja auch wieder möglich jetzt. Ne? Wir sind ja ein Jahr weiter und nicht mehr ganz so Corona-lastig unterwegs. Gott sei Dank. Dementsprechend, und außerdem müssen wir ja sagen, wir sind ja auch Halbfinalverteidiger. Ne? 2021 waren wir letzte vier. Ja. So. Ja. Dementsprechend. Dann noch die Info, wo spielen wir denn? Wo spielen wir? Also es wird ja in zwei Arenen gespielt. Und du zeigst uns mal, weil wir sind ja auch hier, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Oh, schön. Das ist toll. Die schöne Halle in Helsinki. Meine den genauen finnischen Namen weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr. Jetzt kann ich dir sagen, Helsingin Jehalli. Die haben die Arena in den Boden reingebaut, oder? Ist alles eine Frage der Perspektive. Ach so. Ja. Aber ja, weißt du, warum die Jehalli heißt? Weißt du, was Jeh heißt? Nee. Ja, weißt du, was Jeh heißt? Eis. Also, stark. Da merkt man wieder, das Auslandsjahr in Finnland hat doch Früchte getragen. Ja gut, ich muss mich ja auf irgendwas vorbereiten. Ja. Ein Mann von Welt, der Paddy. Es ist natürlich jetzt das... Ich habe auch Finnisch gelernt. Ja, das sind nur etwas über 8000 Zuschauer. Weil man musste ja die Location wechseln. So sieht sie dann von innen aus. Ja, guck mal. Genau, weil die erste Halle, wo man ursprünglich ja spielen wollte, die... Hartwall Arena, die glaube ich ja mittlerweile auch nicht mehr so heißt, musste man ja wechseln, weil da russische Besitzer hinterstecken, Investoren. Und dadurch hat man natürlich aufgrund der aktuellen Lage im politischen Konflikt natürlich gesagt, okay, das geht nicht. Und dann ist man auf diese Halle umgeswitcht. Ein Fakt, den ich sehr interessant finde rund um diese Halle ist, dass wir jetzt, könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu sagen, Paddy, auf einem Eis spielen werden, was 28 mal 60 ist. Und die andere Halle in Tampere, also in der großen Arena, wo dann nachher auch die Medaillen vergeben werden, die ist 26 mal 60. Also da fühlen sich wahrscheinlich kleines so Problem die... Kleines Problem für den Torhüter auf jeden Fall. Ja, das ist ein Unterschied. Dann Unterschied. Vor allem, wenn du switchen musst irgendwann. 2 Meter ist viel. Ein Meter pro Seite macht für einen Torhüter unglaublich viel aus, wie er wo zu stehen hat, vor allem vom Winkel her des Schusses. Schwierig, aber auch da gibt es keine Ausreden. Aber es ist schon komisch, oder? Du hast zwei verschiedene Eisflächen. Ging dann jetzt nicht mehr anders, ne? weil man halt schnell umswitchen musste von der Halle und da konntest du ja jetzt nicht nochmal einen neuen Rink reinbauen. Das war die Thematik. Auf jeden Fall ist es ein Unterschied, dementsprechend erstmal von der Art und Weise, wie du zurechtkommen musst, ob du in Gruppe A oder in Gruppe B spielst. Am Ende des Tages kannst du dann nicht als Vize-Weltmeister sagen, wir haben jetzt wegen der Eisfläche das Finale verloren. Nein, also weil, das, man muss ja sagen... That's a hockey, you know, it's only a game. So. Ja, it's only a game. Genau. Ist ja auch riesen, Mann. Mikey, wenn wir von Tampere reden, auch hier wieder Bildungsauftrag, drittgrößte finnische Stadt. Richtig. Wie groß ist die Distanz? Also wie ist das für die Fans, die vor allem vor Ort sind? Ja, ich habe jetzt mal auch kurz ein Bild gesucht von der Halle in Tampere. So sieht das gute Stück von außen aus. Finde ich die andere schöner, aber. Wollte ich gerade sagen. Nee, oder? So das ist die nicht. Ist das die nicht? Nee, die ist doch viel größer. Das ist so ein ganz modernes Ding. Das Tampere Jehalli. Nee, da musst du vielleicht eingeben. Tampereen. Warum Tampere? Diese finnische Firma, die mal früher Telefone gemacht hat. Ah, Arena. Ach, die ist das mittlerweile jetzt. So heißt die, glaube ich, offiziell. Wobei ja normalerweise die Sponsorennamen immer dann ja nicht gelten für die WM. Ach du Kacke, das ist natürlich mal ein Monster. Okay, so. Das sieht natürlich schon... Uiuiui. Ui, ui. Und weißt du was? Die ist aber mal... Das ist übrigens quasi auf die Eisenbahngleise gebaut. Also der Bahnhof ist direkt da. Also du kommst quasi mit dem Zug rein. Das ist wie beim Flughafen in München. Edmund Stoiber, ihr erinnert euch. Ja. Du kommst quasi mit dem Zug in die Arena rein und bist ja schon da. Also wenn du losfährst, bist du schon in der Arena drin. Und ein Hotel ist dann überhalb der Halle oder wie? Da ist ein Hotel, ja. Überhalb der Halle? Ja. Kann man vom Hotelzimmer aus Eishockey schauen? Da dürfen aber nur Rentiere rein. Kann man schauen, zuschauen? Vom Eis? Das weiß ich nicht. Das weiß vom vom Zimmer? Das wäre natürlich schon... Das wäre natürlich vielleicht brutal. Sind das die VIP-Boxen? Ja. Hast dein Bett in der VIP-Box? Also, ja. Deshalb bin ich ja auch ein bisschen frustriert, dass diese ursprüngliche Arena, die Hartwall-Arena, nicht mehr gespielt wird, weil da war ja die Sauna drin. Tu mal bitte her. Die Sauna? Nein, nicht die Sauna, die andere Arena, wo wir ursprünglich hätten noch spielen können. Ah, das suche ich mal schnell. Hart... Wie ist denn nochmal hart? Hardball-Arena. Wichtig für viele ist auch immer, wie der VIP-Raum ausschaut. Also ich gehöre nicht dazu, aber... Das ist richtig.
für viele ist es ja wirklich sehr wichtig, das wie immer. Gute Stück. In der Zeit gucke ich mal schon mal, also was hier schreibt. Das wäre die alte Halle gewesen, richtig? Ja, das wäre die ursprüngliche Haupthalle gewesen, glaube ich. Nee, die Haupthalle war immer Tampere. Aber das ist auch schön. Die sieht natürlich schon schön aus. Auch, ne? Also erinnert mich ein bisschen an die Mercedes-Benz-Arena. Wenn du das sagst. Das Hotel ist genial über der Halle, schreibt ja auch Ludwig schon, siehst du? Vom Hotelzimmer aufs Eis, Armin. Jari Kuri. Geht schon rund bei uns. Ja. Fahrzeit, hier wird auch schon die Fahrzeit anberaumt. Ja. Wie weit? Wie du lang? Hast ja auch noch mal die das hatte ich auch noch, das Übersicht. Hatte ich allerdings auch mit der falschen Arena drin. Aber es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein, ja. Es sind knappe 2 Stunden. Ja, Sesh, du brauchst 2,5, ja. So langsam wie du fährst immer. Jetzt kommt die Geschichte wieder. Ich werde immer brutal gedisst, anscheinend jetzt auch von dir. Bisher hat das immer nur der Goldmann sich getraut, aber ist gut. Wenn du auch in die gleiche Kerbe reinritzen willst, begib dich auf das Niveau. Nein. Kannst du machen? Nein, aber ich muss ja wirklich... Nein, das stimmt nicht. Nein. Weil wo wir nach Schwenningen gefahren sind, bist du nämlich im Schnitt 135 gefahren. Und brutal solid habe ich die Strecke mal abgerockt. Und wir hatten wirklich sehr viel Übergepäck auch mit dabei. So. Wen hattet ihr dabei? Ja, der Kofferraum war voll. Das ist sowieso der größte Scheiß, den jemals überhaupt jemand erfunden hat. Aber weil du gerade gesagt hast, 2 Stunden, man kann auch, und dann bist du safe auch von mir und meinen Fahrkünsten, man kann auch in 90 Minuten, denken Sie an Edmund Stoiber, 90 Minuten fährst du von Halle zu Halle. Und weil du ja dann direkt unter die Halle fährst, bist du auch in 90 Minuten in der Halle. So, für jeden oder Fan, im Hotel. Ja, oder für jeden Fan, der Lust hat, da vorbeizuschauen. Es lohnt sich. Muss ich mal hin. Reizt mich. Müssen wir mal irgendwann hin. Da müssen wir irgendwann mal hin. So, fangen wir an, Leute. Womit fangen wir an? Ich gucke mal gerade, ob es eine Frage gibt, aber ansonsten würde ich sagen, Schwarz-Rot-Gold. Ne? Ich habe tatsächlich die erste Frage über unser Handy bekommen, also die erste Sprachnachricht. Hau aus dem Burschen. Ui. Die würde ich mal loslassen. Dann muss ich Sprachnachricht kann man auch schicken, ist ja interessant. Brutal fortschrittlich ist diese Sendung. Die würde ich mal abfeuern. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Hallo Patrick, hallo Sascha und hallo Mikey. Ich bin's, Tobi aus Bremerhaven. Schöne Grüße aus dem sonnigen Norden. Ja, meine Frage an den Sportdirektor ist, gibt es eine Chance, dass Leon Dreiseitel noch zur WM mit dazustößt, sollte Edmund heute Nacht aus den Stanley Cup Playoffs ausscheiden? Mhm. Würde mich freuen, die Frage mal für viele deutsche Fans zu beantworten. Das vielen Dank erstmal. Danach, ich glaube, Tobi war das, ne? Ja. Tobi hat uns schon mal eine Nachricht geschickt. Also, das ist ein emsiger Beobachter dieses kleinen Fernsehvergnügens. Nee, die werden wir dann aber nachher natürlich an Christian Künast stellen. Verstellen. Oder danke dafür nochmal. Stellen lassen, sozusagen. Ja, komm, dann rein in unsere WM-Vorschau, in das WM-Spezial, während Patrick Ehelechner noch mal guckt, dass es mit der Frise auch funktioniert. Das mit der Locke nervt mich. Ich sag's dir, wie es ist. So, wir sind, das ist die Ausgangsposition, das wisst ihr da draußen vielleicht auch, wir sind Weltrangliste 9. Bedeutet, wäre schon gut, wenn wir ins Viertelfinale mindestens kommen. Halbfinale wäre besser, weil dann würden wir uns auch wieder punktemäßig ein bisschen bewegen in der Weltrangliste nach oben. 2021, das Halbfinale, ihr erinnert euch. Und insgesamt muss man ja sagen, Paddy, die letzten Turniere eigentlich immer relativ erfolgreich. Ach, guck mal, mein Ablauf hier. Also von den letzten 5 WM-Turnieren waren wir 4-mal mindestens im Viertelfinale. Das ist doch schon mal eigentlich etwas, auf das man aufbauen kann als deutsche Mannschaft. War nicht immer so und deswegen, jetzt kriegen wir Besuch. Oh. Ja, guck mal hier, Oxy und die Amelie ist wieder da. Hallo. Wo wären wir vielen ohne Dank. Euch? Erste Mal, dass ich als erstes ein Bier kriege. Das vielen Dank. Ich sehr lieb von dir. Danke. Guck mal. Was passiert mit diesem Studio? Abgerissen? Ach so. Jetzt teast der hier aber an. Ja. Halleluja. Kannst du dich auch mal in die Kamera drehen, weil ihr sollt euch auch mal in die Kamera drehen, damit die Menschen da draußen auch nicht nur euren Rückenantlitz sehen. Ja. Born Entertainer, oder? Born Entertainer. Ja, vielen Dank. Danke. Könnt ihr eigentlich mit in 7 Minuten die nächste Fuhre. So, mega kalt. Bewegt sich der eigentlich auch, Amelie? Hör auf jetzt, weil sonst geht dir die Technik kaputt, wenn du jetzt das Ding auf 400 aber dreht sich nicht. Watt hochheizt. Ja. Sollten wir gleich spontan vom Netz gegangen sein, war es wegen Patricks Frisur. Das wollten wir jetzt nur einmal so dazu sagen. So, Team Deutschland. Wie meinst du, auf drehen? Geht's. Wie soll ich denn den drehen dann? Ach so, dann drehen. Ah, 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 ah.
Ja, es ist. Wird nicht besser. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch für meine ganzen Fans da draußen, dass die Haare einfach sitzen. Die müssen sitzen, das stimmt. Die müssen einfach sitzen. Aber ja, sitzen muss auch der deutsche Kader. Es ging ums Viertelfinale. So, hauen raus, hauen raus. Acht Verteidiger, 14 Stürmer, so sollte es eigentlich sein. Drei Torhüter noch. Ja, das ist richtig. Aber das ist ja meistens so. Das ist richtig, genau. Aber bei den anderen Positionen könntest du ja auch mal vielleicht anders planen. Ich finde den Kader Wahnsinn. Ich sag's ja, wie es ist. Grubauer, Niederberger, Strahlmeier im Tor ist schon mal für mich ein ganzer. Also mehr geht nicht. Ja, komm, dann fang doch mit den Goalies mal an. Und mehr geht nicht im deutschen Eishockey. Das ist jetzt die Creme de la Creme. Das Beste, was wir aktuell haben. Dürfen wir hier drauf? Auf die besten Torhüter, die wir haben. Denkt ihr immer, oder wie? Nee, das wollen wir jetzt so nicht sagen, aber was Flüssiges gibt es immer, ja. Also Grubi. So, und das Wichtige ist ja, Paddy, und das ist die Frage an dich jetzt. Wir haben logischerweise, das können wir vielleicht auch mit Christian nachher noch besprechen, wir haben ja jetzt, das hast du gerade gesagt, drei sehr, sehr gute Torhüter. Mit einem Grubi, der vielleicht natürlich noch mal ein bisschen oben drüber steht, aufgrund jetzt auch dieser internationalen Erfahrung und in NHL. Aber wie würdest du vielleicht, wenn wir nur erstmal über die Torhüter reden, in so ein Turnier gehen? Weil die Frage ist ja, wie viele Spiele kriegt halt auch ein Niederberger? Wie viele Spiele kriegt vielleicht auch der dritte Goalie? Oft ist man als Dritter ja eigentlich komplett außen vor. Ja. Kann passieren bei einem Turnier. Du hast aber erstmal 7 Vorrundenspiele. Ja. Würdest du es zum Beispiel, wenn du jetzt der Goalie-Coach wärst und müsstest Toni Söderholm eine Empfehlung geben, würdest du sagen, pass mal auf, ich lasse den Grubi 5, 1, 1. Wie würdest du es machen? 5, 2. Grubi 5, Niederberger 2. Okay. Und der dritte Torwart, das ist ja aus der Vergangenheit. Der dritte Torwart, dem sein Job ist eigentlich A, im Training einen guten Job zu machen, so hart es klingt. Ja. Und der muss einfach auch in der Kabine kein Stinkstiefel sein, sondern der muss wirklich ein bisschen gute Stimmung auch reinbringen in die Kabine. Und aber auch nochmal zu den Torhüter, Sash. Ja. Mich persönlich freut es sehr, dass es jetzt auch Dustin Strahlmeier in den Kader der Nationalmannschaft geschafft hat, weil ich persönlich habe mit ihm eigentlich schon bei den Olympischen Spielen gerechnet. Da war er noch nicht mit dabei und umso mehr freut es mich für unseren Torhüter des Jahres, der DEL, dass er jetzt beim WM-Kader mit dabei ist, denn mit Niederberger und auch mit Grubauer hast du natürlich eine brutale Konkurrenz und deswegen, das hat er sich einfach verdient und das freut mich, weil ich weiß, wie hart es ist, trainierst ein Jahr oder sogar länger und opferst so viel und dann da dabei sein zu dürfen, das ist einfach das absolute Schmankerl für jeden Torwart. Ja. Und da ist einfach dann auch die Konkurrenz groß und bekanntermaßen hast du nur 3 Positionen. Grubi jetzt seit 10 Jahren in den NHL, das ist natürlich unantastbar. So, erstmal unantastbar. Dann hast du die Krake von Riga. Mit richtig. Matthias Niederberger, der auch wesentlich dafür verantwortlich natürlich war, dass wir im letzten Jahr mit der Mannschaft, oder die Mannschaft mit sich, nicht wir mit der Mannschaft, diesen Halbfinal-Run hingelegt haben. Ja. Und Strahlmeier ist Torwart des Jahres. Ne? Und das hast du auch verdient, dann dabei zu sein. Also von der Position würde ich jetzt sagen, da hat man auch selten Probleme, oder? Bei die Torhüter, ich meine, das war schon immer so, wir hatten nie Probleme auf der Torhüterposition. Es ist natürlich schon so, dass wenn wir einen NHL-Torhüter bekommen, also sprich, wenn der Grubi leider die Playoffs verpasst, aus seiner Sicht, ist es ja für uns ein Sechser im Lotto. Also weil eben der Grubi, Niederberger und Strahlmeier sind überragende Torhüter, aber ein Grubauer ist für mich nochmal eine Stufe drüber. Dann vielleicht ja auch nochmal für ihn auf dem Eis, momentan habe ich gesagt 28-60, aber dann gehen wir vielleicht, wenn es gut läuft, ja auch nochmal in die NHL-Formate sozusagen. Oder es wird auf jeden Fall für ihn gewöhnlicher. Ne? Wobei schon Grubi, der ist es ja gewohnt aus der NHL. Genau. Also der spielt ja zum Teil 5-6 Spiele in der Woche, wenn er muss. Also deshalb wäre nur die Frage, ist das jemand vielleicht, der sagt, pass mal auf, wenn ich komme, dann will ich auch spielen und ich spiele auch gerne 7-mal. Aber das glaube ich schon. Ja? Ja, der Grubi wird 7-mal auch spielen. Okay. Aber macht vielleicht auch keinen Sinn. Du brauchst auch mal ein bisschen Tau. Genau. Ja. Und der mag sich da auch unterordnen. Der Grubi ist ja jetzt keiner, der jetzt da irgendwie einen auf Ronaldo macht oder irgendwas, sondern ist ein absoluter Teamspieler. Und ich sage 5 Spiele Grubi und 2 Niederberger. Okay, gut. Das werden wir natürlich verfolgen. Auch dieser Experten-Tipp dann nach Ende der Vorrunde 1. Aber hallo. So. Verteidiger, Leute. Oder vielleicht guck mal ganz kurz, ob es noch irgendwas gibt hier zum. Das vielleicht noch aufgegriffen, damit wir hier auch Efkin mit reinnehmen, der nämlich gefragt hat: Grubi hatte ein ungewöhnlich schlechtes Jahr.
Ja, in Anführungszeichen. Ja. Was glaubst du, war der Grund dafür? Ja, was heißt, also man muss erstmal grundsätzlich immer eins sagen, der Torhüter, egal wie gut er ist, ist immer abhängig von seiner Mannschaft, von seinen Vorderleuten. Also du kannst, egal welchen Torhüter, du kannst einen Marc Fleury bei Seattle reinstecken und die werden wahrscheinlich auch nicht besser. Das ist das Problem, weil als Torhüter bist du nun mal eben auch brutal abhängig auch von deinen Verteidigern und deswegen, ja, Rubi hatte Schwierigkeiten in Seattle, definitiv. Er hat auch nicht so gespielt, wie er sich das vorgestellt hat, aber sie haben sich dann gefangen und auch Rubis Spiel wurde deutlich besser. Aber es ist jetzt, Rubi ist nicht der Grund, warum die Seattle Kraken die Playoffs verpasst haben. Das ist ja also auch alles da, neu in so einer Franchise erstmal. Ne? Ja, also, definitiv. Absolut. Verteidiger, zeig uns noch mal ganz kurz, ja. Mike, den Kader. Dann gucken wir noch mal auf die Jungs in der Verteidigung. Auf die 8, ja, Dominik Bittner, Corbinian Holzer, Jonas Müller, Moritz Müller, ja, dann die 53 mit Mo Seider, Fabio Wagner, Kai Wissmann und Mario Zimmermann. Das ist interessant. Wir haben natürlich eigentlich schon in jungen Jahren die Galionsfigur mit Mo Seider und wir wollen ihn da auch nicht... Ja. Zu viel überstülpen, finde ich immer. Das wird ja automatisch gemacht, ja, ne? Ja. Aufgrund der Art und Weise, wie er auch jetzt in der NHL in seinem ersten Jahr da gespielt hat. Der hat abgeliefert. Aber ich glaube schon, dass mit ihm viel stehen und fallen wird, plus die Erfahrung, die wir eben auch noch haben, oder? Wie siehst du es? Und er hat ja, den Vibe. Mo Seider. Ich sage jetzt einfach mal, der Typ ist ja fürs deutsche Eishockey generell ein absoluter Glücksfall. Also ist jetzt da nominiert für die 3 besten Rookies der NHL. Meiner Meinung nach muss er sogar der Rookie des Jahres werden in der NHL. Er wird die nächsten 10, 15 Jahre, wenn Detroit nicht komplett einen an der Waffel hat, auch in Detroit eine absolute Säule auf dem Eis sein und wird auch der nächste Niklas Lidström werden, definitiv. Also da bin ich mir sicher. Und fürs deutsche Eishockey ihn zu haben, was soll ich sagen? Das ist ein Sechser im Lotto. Ja. Mit Zusatzzahl. Aber er ist natürlich auch erst 21 geworden. Ne? Also ist natürlich ja, immer noch ein junger Kerl. Aber klar, trotzdem, 50 Punkte in dieser Saison, das ist schon mal eine fette der Ansage. Der Typ ist groß, der ist breit, der ist gut, der ist schnell, der kann alles. Hat natürlich auch noch Luft nach oben. Das wissen wir auch alle. Auch noch nicht alles perfekt. Aber der wird auch die Führungsrolle übernehmen mit 21, hundertprozentig. Und auch eine wesentliche Rolle sicherlich dann spielen im Schau mal, was der Powerplay, kann, Sesh. Ne? Das kannst du nicht mehr mit dem Tennisball, glaube ich. Moment. Ich glaube es nicht. Oh, jetzt. Oh, das so. Ist eine Herausforderung echt übrigens. Jetzt? Weißt du, was das ich ist morgen eine harte. Also, so, oder weißt du, was ich morgen Tennis mitbringe geht? Zur ersten Sendung? Dann machen wir mal ein. Die, also das, was Mo. Ja? Jetzt lenk nicht vom Thema ab. Ja, genau. Lenk bitte nicht ab. Ich glaube nicht, das, was Mo Seider mit dem Schläger, mit dem Eishockeyschläger kann, kannst du nicht mit dem Tennisschläger und dem Tennis. Ball. Ich sag mal, das ist auch völlig unwichtig jetzt hier für den heutigen Tag. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. So. Warst du gut früher im Tennis eigentlich? Hör auf zu quatschen. Wir reden hier über die wichtigen Jungs, über Schwarz-Rot-Gold, nicht über... Warst du gut? ...einen alternden Ex-Profi. Auch jetzt, bitte. So. Du hast immer noch kein Achselbäder, gell? Nee, ist gut. Also Mo Seider wird sicherlich dann auch eine tragende Rolle spielen, wenn es um das Thema Special Team geht, ne? Wenn es ums Powerplay geht. Da der wichtigste Mann. Am Point, an der blauen Linie. Das haben wir ja schon gesehen in Schwenningen, da war ja immer Seider und Stützle, war ja erste Powerplay-Formation. Mhm. Und das ist absolut, glaube ich mal, die Säule im deutschen Powerplay. Aber an den zwei Jungs liegt es natürlich auch, gell? In Sachen Special Teams, ist auch klar. Genauso auch in Unterzahl. Ja, also können wir gleich auch nochmal, vielleicht, wenn wir beim Sturm sind, auch nochmal drauf eingehen. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Moritz Seider waren, ja, und der Verteidigung, der Verteidigerkollege hat aus Finnland ja was mitgebracht in seiner Instagram-Story. Und zwar Moos wahrscheinlicher Reihenpartner, Corvi Holzer und er selber zusammen auch, wurden zusammen gesichtet schon von Kollegen Moritz Müller. Und das will ich jetzt natürlich mal zeigen, weil das ist schon, ja, ich glaube, die zwei verstehen sich. Links ist Moritz Seider, rechts ist Corvi Holzer. Ja, irre. Mal guck mal. Also, glaub, ja, das ist on ice und off ice. Ist da einfach die Verbindung da. So. Ich glaube, die zwei, das könnte passen. Das schaut gut aus. Ja.
Das passt ja auch. Also Mo Seider, der Verteidiger der WM 2021, zum besten Verteidiger gewählt worden. Corby Holzer, auch schon im All-Star-Team gewesen. Ja. Ja, also auch bei der gleichen WM natürlich. Und ich glaube, das ist ein Fund, dass du schon eine gute Ausgewogenheit hast. Fragezeichen, wie seht ihr das da draußen? Du hast halt Corby Holzer, 7. WM. Du hast Moritz Müller, 10. AWM. Zum dritten Mal in Folge übrigens auch Kapitän. Du hast dann mit Seider natürlich eine brutale Power. Du hast mittlerweile einen Fabio Wagner, wo ich sage, hey, hat Olympia gespielt, ist ein auch mittlerweile gestandener Verteidiger für Deutschland. Ne? Dann hast du jemanden wie Kai Wissmann. Finde ich überragend. Ne? Also Deutscher Meister. Komplett unterm Radar, das ganze Jahr über. Ich weiß gar nicht, warum. Wissmann für mich auch ein bisschen so ein Seider-Typ einfach. Wirklich. Von der Statur her, von der Übersicht her, von der Spielweise, vom Spielwitz. Also Wissmann für mich gehört ja eigentlich auch in die NHL. Aber gut, ich bin kein Scout. Ja. Ist halt so. Deswegen Glück für alle Berliner. Aber die Abwehr, wie du schon gesagt hast, Sesh, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Also allein von den Namen her, von der Größe, von der Erfahrung. Wir haben alt, jung, wir haben alles mit dabei. Wir haben Erfahrung. Zimmermann ist die Überraschung. Absolut. Oder? So kann man das sagen. Das ist eigentlich der Hase aus dem Topf. Aber ja, ansonsten. Sowas gibt es ja immer, ne? Dass hast du immer. Toni dann oder wer auch immer ein Trainer auf einmal sich einen rauspackt und sagt, okay, dem gebe ich jetzt mal die Chance. Der hat sich natürlich auch in der Vorbereitung brutal angeboten, ne? War die ganze Zeit dabei und das ist einer von denen, für den sich diese lange Phase sozusagen gelohnt hat. Ne? Komme im Sturm ja auch gleich zu einem. Genau. Also aber trotzdem überraschend, Mario Zimmermann, der hat ja noch DL2 gespielt, nicht für ein paar Monate her. Ne? Und echt krass. 31 DL-Spiele erst absolviert. Also und jetzt schon bei der WM, ja. Ja. Und hat auch gar nicht so viel Eiszeit gehabt in Straubing. Also da bin ich gespannt, auch wie er jetzt auf so einem Turnier-Level international dann auch agiert. Ich auch. Ganz, ganz interessante Personalie. Zum Sturm. Gucken wir uns mal ganz kurz den Sturm an, denn ich höre gerade, dass uns der Sportdirektor gleich schon hören kann. Deshalb gucken wir noch mal einmal kurz auf die Namen. Betreiben jetzt kein Dropping, denn ihr wisst das ja auch da draußen, mit welcher Mannschaft Toni Söderholm nach Finnland gereist ist. Auch da gibt es ein, zwei Namen, wo sicherlich viele gesagt haben, oha. Schmölz auf jeden Fall, oder? Aber das hat sich irgendwie so ein bisschen auch herauskristallisiert seit der Phase 1, muss ich sagen. Ja. Weil Schmölz, der war schon bei den Vorbereitungsspielen in Tschechien, war der unglaublich geil drauf mit seinem Tor. Kann mich daran erinnern, wo der Puck von der Bande zurückspringt, dann zwischen seine eigenen Beine das Ding reinhaut. Also Schmölz ist für mich so ein Symbol. Und er ist ein brutales Arbeitstier vorm gegnerischen Tor. Und es ist ein Hager-Typ vom gegnerischen Tor. Mhm. Weil normalerweise auch Patrick Hager immer dort steht, wo es weh tut. Der nicht dabei ist, weil er abgesagt hat. Genau, der nicht dabei ist aktuell. Und deswegen Schmölz, Überraschung würde ich das gar nicht betiteln. Aber freut mich für ihn, dass er eben diesen Cut geschafft hat. Doch. Der sich eben auch in der Vorbereitung mit vielen Treffern ins Blickfeld dann nochmal besonders gespielt hat. Ne? Alex Ehl, auch interessant. Ja. Genau. Und wir gucken auch gleich nochmal on Detail vielleicht auf ein paar Spieler, können aber jetzt vielleicht auch über ein, zwei Namen quatschen. Denn er sollte uns jetzt hören und zugeschaltet sein. Wir freuen uns über den Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes. Ich nehme mal an, live aus Finnland, Christian Künast. Schönen guten Abend. Servus, guten Abend zusammen. Ja, wir freuen uns über die Zeit. Vielen Dank dafür schon mal. Und es sieht ja schon mal da unter der Schirmlampe ganz gemütlich aus bei euch. Und deshalb die erste Frage, das ist ja mal wichtig, bevor man in ein Turnier startet, bevor überhaupt irgendwas passiert auf dem Eis, Christian. Wie ist die Unterkunft und wie habt ihr das alles angetroffen? Wie fühlt sich die Mannschaft? Erzähl mal ein bisschen. Ja, entspannte Anreise, sehr gute Unterkunft. Also wir fühlen uns wohl, wir sehr gute Lage. Ich glaube, wir können in 10 Minuten, oder ich glaube nicht, ich weiß es, ich bin schon ein paar Mal gegangen, 10 Minuten zum Stadion gehen, 10, 12 Minuten, das ist sehr angenehm an der frischen Luft und ja, alles bis jetzt sehr top, die Kabine ist gut. Ich glaube, es gibt keinen Grund zu klagen. Apropos Kabine, weil du das gerade sagst, da ist ja, glaube ich, auch das Wichtige immer, auch da müssen die Jungs ja so ein Gefühl haben, hey, das ist jetzt erstmal unsere Kabine für die nächsten Tage und dementsprechend natürlich 2 Wochen. Wechseln müsst ihr ja nicht, glaube ich. Ihr habt eure eigene Kabine
Oder? Korrekt? Und die staffiert man ja auch immer ein bisschen aus. Da werden ja immer dann Claims oben reingelegt, woran die Mannschaft glauben soll. Ne? Weiß ich nicht, Wille, Leidenschaft, Einsatz, sage ich jetzt mal so plakativ. Ist das schon alles passiert? Sieht es da schon aus, als wenn die Mannschaft sich zu Hause fühlt? Was, und vielleicht kannst du uns verraten, was da so der Slogan sein soll vielleicht für die WM 2022. Ich weiß, das ist immer ein bisschen interner, aber wir sind da unter uns hier. Also den Slogan oder die Slogan oder die Schlagwörter ohne Trainer gebe ich nicht raus. Das ist auch klar. Aber ich kann mir auch nicht alle merken, aber es sieht komplett aus, unser Bereich sieht komplett aus wie Deutschland. Also bis zum Weg auf der Eisfläche, zur Trainingseisfläche, glaubst du, du bist in Deutschland. Beim Weg zur Spielhalle, also zur Arena, wird es ein bisschen weniger deutsch sein, aber auch da die ersten Meter, also es ist wirklich alles in deutscher Hand, sage ich jetzt einmal, es schaut sehr gut aus. Super Arbeit geleistet worden im Vorfeld von unseren auch Equipment-Managern, die wo dann das mitgestaltet haben, dass das so anpasst und die Jungs angekommen sind, war bereits alles schwarz-rot-gold und man betritt die Kabine und man glaubt, man ist in Deutschland. Ja, so muss das sein. Das deutsche Haus. Ja, das ist auch mal wichtig. Ne? Und die Jungs, Das hat der Christian gerade richtig gesagt, die machen schon immer brutal viel Arbeit, ne? Mit dem ganzen Geraffel. Das musst du erstmal vom Flieger und dann auspacken. Du weißt das ja besser als ich, was in so einem Eishockey-Täschchen alles drin ist. Ne? Und das muss ja alles da organisiert werden. Von daher haben die Equipment-Manager immer eine Heidenarbeit vor sich und machen da all die Jahre immer einen guten Job. Props dafür auf jeden Fall schon mal von uns. Christian, wie sieht es mit dem Training aus? Wie viele Einheiten habt ihr absolviert? Wir haben hier zwei Einheiten jetzt absolviert, gestern eine, heute eine. Beide sehr gut, sehr hohes Tempo, spritzig. Das haben jetzt auch die zwei Tage davor, wo kein Training war, haben sehr gut getan. Man merkt, alle sind heiß, dass es losgeht. Und es war wirklich vom Tempo vielleicht die zwei besten Trainingseinheiten, die wir in der ganzen Vorbereitung hatten. Und es macht Spaß zuzusehen. Es herrscht eine gute Stimmung. Aber ihr wisst es alle, das Spiel dann morgen, da geht's los und das ist dann auch das, wo es die Nervosität ein bisschen dazukommt, aber die Stimmung und das Ganze drumherum wirklich sehr gut bis jetzt. Mhm. Jetzt sehen wir auch gerade ein paar Bilder und ein paar Geschichten aus eurem Social-Media-Kanal, dass da schon auf dem Eis gearbeitet wurde. Wie bewertest du denn jetzt mit dem Kader, den wir uns gerade angeguckt haben, die Qualität der Mannschaft? Also das ist ja jetzt das, für das ihr euch mit dem Trainerteam natürlich entschieden habt. Das sind die Jungs, die es reißen sollen, wenn es irgendwie geht in Finnland. Wie ist die Qualität der Mannschaft aus eurer Sicht einzuschätzen? Ja, wir haben eine Mannschaft hier, von der wir überzeugt sind. Abgerechnet wird immer, das wisst ihr auch am Schluss. Und da kann man dann vielleicht noch Ergebnisse bewerten, aber unser Ziel ist es einfach, eine Mannschaft aufs Eis zu bringen, wo man zu Hause sagt, okay, mit der Mannschaft kann ich mich identifizieren. Also die tun alles auf dem Eis, um ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein ganz wichtiges Ziel von uns ist, einfach morgen zu zeigen, okay, wir sind da, wir sind bereit. Und dann schauen wir, wie wir uns über das Turnier entwickeln. Aber wir sind alle überzeugt von dieser Mannschaft, die hier ist. Es macht Spaß zuzusehen und dann lassen wir uns einfach überraschen. Stelle ich mir die Frage, Christian, wo haben Sie das, oder wo ist das Gefühl vielleicht für die Mannschaft ein bisschen deutlicher vorhanden? Ich weiß, eine tricky Frage jetzt, aber vom Gefühl mehr Traute, dass weniger Tore fallen oder eher so dass den Gedanken, ach, mal gucken, wie wir das offensiv wuppen. Aber defensiv bin ich happy, offensiv bin ich gespannt, wie die Jungs reagieren. Was ist so das persönliche Gefühl? Ich glaube, wir brauchen es ja immer irgendwo defensiv, dass wir gut stehen. Und das brauchen ja alle. Und wir in Deutschland haben immer was, wo wir drauf bauen können. Und das, da geht es mit unseren Torhütern los. Und ich glaube, da brauchen wir uns wenig Sorgen machen. Wir haben drei sehr gute Torhüter dabei. Wir haben acht Verteidiger, die wo vor unseren Torhütern stehen und auch ihren Job machen werden. Und dann haben wir unsere 14 Stürmer. Wenn wir mir nicht überzeugt werden, dann wären sie nicht hier. Und es ist oft so, ja, ich habe gerade vorhin noch zugehört, wo ihr ein bisschen über den Schmölzi gesprochen habt. Mhm. Wenn man Schmölzi seine Quote anschaut, ich bin jetzt nicht ganz affin mit den Zahlen, aber ich glaube, 12 oder 13 Länderspiele und 6 oder 7 Tore insgesamt, das ist eine Quote. Ich glaube, die haben nicht viele Nationalspieler. Und das ist schon mal so ein Punkt, glaube ich, das könnte einer sein. Und es gibt auch andere und es gibt auch manche, die in die Bresche springen müssen, weil ein Ausfall von einem Dominik Cahun, der tut einfach weh.
Da muss man auch ganz ehrlich und ganz offen sein. Und vor allem tut es mir für ihn persönlich weh. Aber das müssen andere ersetzen und das werden andere ersetzen. Ist ja oft so wie in einem Turnier, wie es reinkommt, wie der Verlauf ist. Entwickelt sich einer zum Torjäger, fängt man es über die Gruppe ab. Wir wissen es ja alle nicht, weil sonst könnte ich Held sehen und wäre wahrscheinlich jetzt nicht hier, wäre woanders. Aber ich glaube, wir werden unseren Output bekommen. Und wenn wir ein Spiel 2-1 gewinnen, ist es gut. Und wenn wir ein Spiel 5-1 gewinnen, ist es auch gut. Und wenn wir es 5-3 gewinnen, ist es auch gut. Wir gewinnen es. Und auch, ich sage mal, Sache Torhüter, Christian, ich glaube, wir sind, oder wir waren noch nie so gut, glaube ich, aufgestellt bei einer Weltmeisterschaft wie dieses Jahr. Meine persönliche Meinung, weil wir haben einfach mit Grubi, wir haben mit Niederberger und mit Strahli drei unglaublich tolle Torhüter, wie du schon gesagt hast. Morgen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Grubi spielt, oder? Also das ist für mich ein Ja bei dir. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also drum habe ich so gemacht. Er ist ja kein Hellseher, hat er ja gerade gesagt. Ne? Ja, aber wegen der Lampe dachte ich vielleicht, der Lampeneffekt im Hintergrund, dass wir da ein bisschen was rauskitzeln können. Nein, aber ich sage mal, du hast jetzt auch einen Grubi einige Tage jetzt schon, spätestens seit Schwenningen, ja auch live beobachten können. Was für einen Eindruck macht Grubi auf dich? Denn es ist ja schon wieder eine Zeit lang her, dass der Grubi für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gespielt hat. Und was, wie wichtig ist eigentlich Herr Grubauer, wo gar nicht so oft darüber gesprochen wird oder auch bei den NHL-Spielern, off the ice, also ich meine jetzt wirklich diesen Part in der Kabine, wie siehst du da diese Position der NHL-Spieler, vor allem inside the box in der Kabine? Ja, wenn wir jetzt beim Grubi bleiben, also alleine sein Auftreten ist natürlich schon, der hat eine Aura, der geht aufs Eis, das ist einfach, ja, wow, du weißt, der ist da, er ist präsent. Und was eigentlich auch Spaß macht, wie er sich hier auch präsentiert, also im Kabinengang, locker, immer mit einem Spaß auf die Lippen, völlig entspannt, also überragender Teamkollege und er weiß, worauf es zusammengeht, wenn wir aufs Eis arbeiten wir und auch die Nachbereitung ist top, aber er ist einfach einer, der womit was heftig für uns ist und auch die anderen beiden mit der Saison muss hinter haben, mit der Erfahrung NHL und bei Mo Seider, glaube ich, ist es ja auch schon die dritte WM, das ist jetzt nicht so, dass der irgendwo zum ersten Mal ist. Und das sind ja gestandene Spieler. Und die werden Verantwortung auf dem Eis übernehmen. Und wir haben sonst auch sehr viele gute Typen. Wir nehmen Stürmer, Müller, an Holzi, an Yasin Elitz, an Nöbels, ich weiß gar nicht, die wo wirklich auch Verantwortung übernehmen und vor allem auch in der Kabine und auch mal den Mund aufmachen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da wo dann vielleicht die zwei oder drei oder vier etwas Jüngeren wieder ein bisschen mehr geführt werden müssen. Und dieser Mix muss stimmen und der wird stimmen und dann, glaube ich, ist es auch, dass die Kabine passt. Also ich glaube es nicht, ich bin überzeugt, ich erlebe es jetzt jeden Tag. Die Stimmung ist wirklich sehr gut. Mikey, wir haben ja auch Fanfragen. Kannst du mal eine einarbeiten, damit wir auch das Volkes Stimme mal Richtung Finnland schicken können? Klar, ich würde jetzt mal einsteigen. Servus erstmal, Christian. Ich würde einsteigen mit Marvin, der uns per WhatsApp eine Nachricht geschickt hat, die aber auch die Frage, die auch in der Kommentarleiste aufkommt. Zum deutschen Kader, er findet ihn absolut top. Ihm persönlich fehlt Freddy Tiffes, aber das ist ja für jeden immer selber. Aber er fragt, ob Möglichkeit bestehe, dass Leon Gawanke bzw. Lukas Reichel noch nachkommen. Kannst du da irgendwie was dazu sagen oder besteht Kontakt oder hängt es von den Playoffs ab? Aber vielleicht hast du da irgendwie einen Input. Ich antworte jetzt einmal so. Kontakt und natürlich irgendwo im Vorfeld, aber die sind ja alle aktiv im Playoffs. Und ich glaube, aus Respekt auch gegenüber ihren Vereinen und wenn man in einer Playoff-Serie ist, wo es um viel geht, dann lasst man die Playoff-Serie spielen. Sollte es dazu kommen, dass einer ausschaut von diesen genannten, ich nenne jetzt mal Gawanke, Reichel, Peterka, dann ist durchaus die Möglichkeit, dass wir hier dann noch in Gesprächen schauen, was möglich ist. Aber jetzt spielen sie aktuell in ihrem Verein und die können alle drei weiterkommen noch, die Chance besteht und dann sind sie aktiv und dann halten wir uns zurück.
Da grätsche ich natürlich jetzt rein, Christian. Da ist ja die interessante Frage für mich jetzt. So machen das ja viele Teams, vielleicht nicht nur ihr. Du wirst es hoffentlich gleich beantworten können. Man kann ja sich noch ein bisschen was offen lassen. Man muss ja nicht sofort mit 25 Spielern All-In gehen bei der offiziellen Meldung. Was habt ihr vor? Wie viele Spieler werdet ihr zunächst offiziell melden? Lasst ihr euch da noch ein bisschen Platz? Wir lassen uns jedes Jahr ein bisschen Platz. Immer aus verschiedenen Gründen, aber werden auch dieses Jahr uns etwas Platz lassen. Aber das ist ganz normal und das machen eigentlich alle Nationen. Vielleicht ein, zwei Nationen machen sofort das Roster voll. Und die Meldung heute ist, oder du musst heute melden, Pflicht ist 15 plus 2. Ja. Das ist irgendwo auch ein bisschen ein Spielchen immer unter den Nationen. Wer meldet was, wo? Die melden ja bloß 15 plus 2. Und am nächsten Tag stehen plötzlich dann 22 plus 2 dort. Also wir werden uns natürlich irgendwo die Tür offen lassen, aber die 25 Spieler, wo hier sind, sind unsere erste Option. Und wenn wir jemanden brauchen oder wenn vielleicht doch nicht alle zu Beginn dabei sind, dann werden wir reagieren. Kannst du uns ganz kurz auch nochmal für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal in das Prozedere mit reinbringen? Bis wann muss man melden? Wie ist da der Ablauf und wer muss das machen? Also das läuft über mich und über unseren Teammanager. Du musst vorab schon eine gewisse Anzahl, ich glaube, wir haben 70 Spieler angegeben oder 75, die musst du registrieren lassen. Die sind dann möglich, dass die teilnehmen an der WM. Und dann gibt es jetzt ein festes Prozedere und dann hat man einfach zwei Stunden vorm Spiel oder ich glaube zweieinhalb Stunden vorm Spiel, wir machen es ein bisschen eher, weil sonst werde ich immer ein bisschen nervös, nominieren wir unseren Kader für das Spiel und dann kannst du immer wieder noch nachholen und nachholen aus diesen 25. Und eine Besonderheit bei diesem Turnier ist, sollten alle 25 gemeldet sein und du hättest einen Covid-Fall, dann könntest du jemanden nachholen. Aber das ist nur im Falle eines Covid-Falles, wenn du einen Spieler verlierst. Ja. Jetzt sehen wir gerade, Christian, auch hier eure Meldung für dann das morgige Spiel, für den morgigen Tag erstmal, beziehungsweise die Spieler, die ihr erstmal lizenziert habt. So ist, glaube ich, die offiziell korrekte Bezeichnung. Wer fehlt denn jetzt da, bevor ich sehr eigenhändig durchgehe und meine Augen sind sehr schlecht und die Kamera ist ganz weit entfernt? Also das wollte ich auch mal anmerken. Ich kann nichts lesen. Also ich kann das gar nicht kommentieren, weil das ist so klein geschrieben. Aber ja. Aber ich denke, du weißt, wen du aufgestellt hast. Natürlich, jetzt ist es groß, jetzt kann ich es lesen. Also wenn das jetzt schon die offizielle Meldung ist, dann seid ihr sehr fix und sehr gut informiert. Also sieht man, zwei Torhüter haben wir nominiert oder registriert, 7 Verteidiger und 12 Stürmer. Und das kann aber morgen Mittag schon wieder anders ausschauen, dass wir noch einen oder zwei dazu holen. Aber im Endeffekt ist es jetzt so, dass bei den Torhütern der Dustin Strahlmeier noch nicht registriert wurde. Aber auch das ist ein ganz normaler Prozess. Wir registrieren immer nur zwei Torhüter am Anfang, 7 Verteidiger. Da ist der Zimmermann noch nicht registriert. Und bei den Stürmern ist es Taro Jentsch und Karacun, die im Moment noch nicht registriert sind. Okay, alles klar. Da haben wir doch schon mal die aktuelle Info jetzt auch von vor Ort. Und die Meldung ist also auch raus. Vielen Dank dafür. Jetzt kam ja auch von unseren Zuhörern und Zuschauerinnen hier ganz oft schon die Frage nach einem bestimmten Spieler. Du kannst dir vermutlich denken, wen ich meine, denn das habt ihr auch schon selber kommuniziert. Leon Dreiseitel wäre auch bei einem Ausscheiden in den Playoffs, sieht ja gerade etwas schwierig aus. Man musste heute Nacht und dann Back-to-Back, also beziehungsweise die nächsten zwei Spiele gewinnen, sonst wäre man raus mit Edmund und Leon. Warum ist Leon Dreiseitel kein Thema für euch, so wie ihr es kommuniziert habt? Ich sage es vielleicht ein bisschen anders. Ist ihm einfach jetzt kein Thema, weil auch hier, er ist im Spielbetrieb. Er ist ja ein Franchise-Player, wo vielleicht das Gesicht mit dem Conor McDavid von Edmonton. Und wenn wir jetzt in Deutschland hierüber schon über ihn spekulieren und der ist in einer Serie, wo es, glaube ich, spitze auf Knopf steht, nicht glaube ich, ich weiß es heute, ist Spiel 6, weil ich bin auch in der anderen Seite involviert dieses Spiels. Und dann ist es einfach unser Respekt, da zu sagen, im Moment kein Thema, Leon. Und sollten sie ausscheiden, dann, das glaube ich, habe ich auch schon mal erklärt, man muss einmal auch die Situation von so einem, nennen Sie es jetzt einfach mal so einem Kerl sehen, also sollte er ausscheiden,
dann kann der nicht über Nacht irgendwo abhauen. Der muss sich auch stellen. Und das ist ja anders wie bei uns vielleicht im Eishockey. Also er hat ja auch eine Verpflichtung gegenüber diesem ganzen Verein. Und da auf die Schnelle zu sagen, Leon, steig da nochmal schnell in den Flieger, weil du bist gerade ausgeschieden. Ich glaube, das geht nicht. Und drum für uns im Moment kein Thema. Würde er denn spielen wollen? Habt ihr das schon mal kommuniziert? Und beziehungsweise mit ihm abgesprochen? Wir haben immer wieder Kontakt. Wir waren auch im Dezember dort. Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm geschrieben. Aber ich kann nur sagen, im Moment kein Thema. Im Moment kein Thema. Okay. Es kann aber eins werden. Haben wir wieder beim Thema Hellseher. Naja, also Hellseher brauchen wir immer hier. Wir hatten ja auch für die DL Playoffs hier eine Hellseherin da. Also das ist jetzt natürlich die Frage, welche Qualitäten du da zeigst. Dann ist das sicherlich auch im nächsten Jahr, in der kommenden Saison durchaus möglich. Okay, aber wir vernehmen, es ist aktuell kein Thema insofern, dass es, wenn überhaupt eins wird, wenn er ausscheiden sollte, was wir ihm natürlich nicht wünschen, weil sicherlich er alles tut, um irgendwie diesen Traum auch nochmal möglich zu machen. Okay. Haben wir das vernommen, Paddy? Ja, generell, was Zimmermann, Christian, was sagst du generell? Weil die Fans gehen bei YouTube ja auch ab, weil sie eben sagen, er ist ein sehr, sehr guter Schlittschuhläufer. Er ist bei Straubing einer der besten Verteidiger gewesen. Warum, wieso habt ihr euch für Zimmermann entschieden? Was waren da so die Beweggründe dafür? Also erst einen Punkt hast du sofort genannt, das mit dem Schlittschuhläufer. Und international, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in einem Spiel von einem modernen Verteidiger. Dann ist seine Fehlerquote enorm. Sehr sicher an der Scheibe, er hat eine Übersicht. Er kann, nicht, glaube ich, sehr viel, was ein Verteidiger bringen muss. Und er kann auch gut verteidigen. Und in Straubing, meiner Meinung nach, in den Playoffs vielleicht der beste Verteidiger bei Straubing. Und bei der U20, auch da war er so, er hat immer diesen Touch oder diesen Hauch, ja, Überraschung, jetzt ist der dabei, aber ist er wirklich ein feiner Eishockey-Spieler und ich glaube, in Eishockey Deutschland werden wir mit ihm noch viel Freude haben. Ich erinnere mich gerade an diese Vorbereitungsspiele in Rosenheim, als ihr gegen die Schweiz gespielt habt. Und es kommt mir jetzt gerade in den Kopf, weil ich da auch länger mit dem Sportdirektor der Schweizer, mit Lars Weibel, gesprochen habe, der dann gesagt hat, pass auf, wir haben ein Learning gezogen aus den Olympischen Spielen und auch so aus den letzten Turnieren. Wir haben gesagt, wir müssen schneller sein, wir müssen schneller werden und wir müssen vor allem auch wieder härter werden. Ja? Ich glaube, dass das auch vielleicht bei diesen Turnieren eine Relevanz haben kann. Wie siehst du auch die Härte der Mannschaft? Wo sind vielleicht bei euch im Team die Arbeiter? Wer kann so eine Arbeiterrolle übernehmen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht dramatisch viele. Ist das etwas, was du anders siehst? Schätz das mal bitte gerne ein. Wir haben eine Mannschaft, die wo alle hart arbeiten. Also das ist einmal... Ja, aber du weißt, was ich meine. Ne? Du weißt, was ich meine. Es gibt ja immer eine Arbeiterreihe. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel, um mal ganz klar auf den Namen zu kommen, einen Kastner, der das auch in München in den Playoffs jetzt wieder brutal gut gespielt hat, der übrigens auch Hut ab sofort gesagt hat, ich bin beim letzten Spiel sofort dabei, ohne Wenn und Aber. Das ist jetzt mal so ein Beispiel an Spieler, wo ich sage, der weiß ganz genau, welche Rolle er bekommt und die spielt er genau mit seinen Qualitäten zu 100%. Und das auch auf einem internationalen Niveau, was du brauchst, glaube ich, beim großen Turnier. Das meinte ich. Ja, ja, beim Kasti mit Soße oder mit dem Blaumann aufs Eis schicken und dann wirklich der ein absoluter Arbeiter, der sich immer für die Mannschaft aufopfert und auch, wie du gesagt hast, wie schnell er da war. Und ich nenne jetzt nur ein anderes Fall, ein Alex Ehl zum Beispiel. Eher vielleicht auch wieder unauffällig, aber du bekommst in jedem Wechsel von ihm irgendwo was, wo du sagst, wow, wieder Punkt. Irgendjemand die Scheibe gestohlen, einen Zweikampf gewonnen, vielleicht nur einen Schläger hochgehoben. Und das sind so Qualitäten. Und hart arbeiten oder irgendwo ist nicht immer nur, dass es so auffällt, oder wenn jetzt jemand einen Schuss blockt, das ist immer eine harte Arbeit, sondern es sind halt auch oft so Kleinigkeiten. Und da haben wir sehr viele Spieler, die das tun können. Und Karacun, nur mal das Beispiel Karacun, also... über Arbeit seine Karriere von DL2 irgendwo hergekommen und jetzt ist er in Schwenningen und dann sagen immer noch, der arbeitet jeden Tag knallhart, dass er hier ist und das bringt er auch in jedem Spiel und da könnte die Liste weiter und ich glaube, auch hier wieder, der Mix und die Mischung muss stimmen und am Ende des Tages muss die ganze Mannschaft hart arbeiten
Und ich glaube, wir haben ein Trainerteam, die wo das jeden Tag einfordern. Und da machen wir wirklich wenig Sorgen, dass wir spielen würden oder auch in einem Training, der nicht hart arbeitet. Tim Stützle, auch natürlich ein Spieler, der selbstverständlich so ein bisschen diese Strahlkraft jetzt hat, auch rund um euer Team, was ja auch gut ist für Eishockey Deutschland, dass man da mit Spielern auch ein bisschen nach außen geht für den normalen Fan, der vielleicht jetzt noch nicht automatisch eine WM guckt, sondern der sagt, ah, ich habe da gehört, da kommen ja so drei aus der NHL. Das hat Moritz Müller ja auch toll beschrieben, dass er sagt, hey, die sind qualitativ natürlich Jungs, die uns nach vorne bringen und haben eben auch die Strahlkraft, die dem deutschen Eishockey gut tut. Kannst du uns da vielleicht auch schon mal abholen, Stützle, wo wird er agieren, welche Reihe, Nöbels, Föderl, ist das eine Idee, liege ich da falsch? Die ist es auf alle Fälle, aber ich muss wirklich wieder ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, weil ich heute ein anderes Meeting hatte, dann bin ich unter dem Training gegangen. Also, aber zum Tim Stützle, Strahlkraft, hundertprozentig begnadeter heißiger Spieler, man braucht ja nur von ihm Spiele anschauen. Ich habe ihn auch bei der U20-WM vor Ort gesehen. Unglaublich, also was der Tim kann. Auf der anderen Seite ist er halt auch noch irgendwo, wenn er aufs Eis geht, so als würdest du irgendwo daheim ins Wohnzimmer gehen und der Christbaum ist plötzlich da. So ist der Tim Stützle. Also er ist noch irgendwo, wenn er auf dem Eis ist, ist er ein Kind. Und das ist eigentlich das, was ihn ausmacht. Und das ist jetzt nicht einmal böse, sondern der Tim ist ein Kind, der wo was macht, was ihm unglaublich Spaß macht. Und das sieht man jeden Tag. Der kommt mit einer Freude, der ist verbissen und ehrgeizig, der will was erreichen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Aber er hat so viel Spaß, dass ich immer sage, hey, das ist wie ein kleines Kind. Es macht ihm so viel Spaß, das sieht man jeden Tag. Und der Mo Seider ist nicht anders. Also die zwei, wenn ich es respektvoll Kinder nennen darf, die bringen diese gute Laune auch so mit rüber. Und das tut uns allen gut. Ja, gut, glaube ich, auch im Sinne von, dass das erstmal auch so ein bisschen wegnimmt, Paddy. Ne? So, also du hast natürlich da Spieler, die so ein bisschen jetzt vorne ranstehen, auch im internationalen Vergleich. Also da werden auch die internationalen Fernsehanstalten, wenn es gegen Deutschland geht, auch besonders draufschauen, wie wir das auch immer tun. In dem Moment guckt man ja gerne, wer ist von der NHL, von den anderen Mannschaften vielleicht dabei. Aber das nimmt Druck weg, Paddy, um da dich auch mit reinzunehmen von den anderen Jungs. Lässt es die vielleicht auch ein bisschen lockerer spielen? Was glaubst du? Also grundsätzlich muss ich ja schon sagen, dass wir wollten ja immer in so einer Luxussituation sein, wo wir jetzt gerade sind. Das war ja jahrelang nicht der Fall. Das muss man wirklich ehrlicherweise auch so sagen. Jetzt haben wir endlich mal junge Spieler drüben mit dem Mo Seider, der meiner Meinung nach eigentlich Rookie des Jahres in der NHL werden muss. Also außer andere sind es komplett falsch. Dann bin ich vielleicht blind, ich weiß es nicht. Aber ein Stützle auch. Das sind einfach auch für die Außendarstellung im deutschen Eishockey Zugpferde. Und sowas brauchen wir im Eishockey, weil wir uns einfach ungemein schwer tun bei unserer Außendarstellung. Und wenn wir auch noch so junge Social-Media-Typen haben, was ja heutzutage auch der Zeitgeist ist, dann muss man die auch da rauslassen und auch eben dementsprechend promoten. Und auf der anderen Seite, auf deine zweite Frage hin, ich glaube, dass die zwei Jungs einfach einen gewissen Wow-Effekt haben, auch in der Kabine. Denn alle DEL-Jungs wissen ganz genau, schauen auch die Highlights von denen zwei sich an, was die dieses Jahr geleistet haben. Und vielleicht kitzelt auch das den einen oder anderen und sagt, hey, das kann ich auch oder das will ich auch. Und ich glaube einfach schon, dass die zwei auch vom Charakter her, schätze ich sie persönlich so ein, dass sie eben sehr mitreißend wirken können. Und deswegen erhoffe ich mich oder ich erhoffe mir dadurch, dass der gesamte Kader der Nationalmannschaft dadurch ein bisschen sich anhebt. Absolut. Zu guter Letzt, Christian, weil wir wissen, es gibt noch ein paar Dinge sicherlich zu erledigen und zwischendurch tut ja dann auch Ruhe mal gut nach vielen Meetings heute. Es ist ja klar, ich weiß, wir sprechen immer noch nicht mit dem Hellseher Christian Kühners, aber trotzdem. Obwohl die Lampe über den Kopf schaut überragend aus. Nein, aber jetzt Scherz beiseite und auch ganz ernst, mal 14 Tage oder eigentlich 17 Tage vorausgedacht, Christian. Was wäre eine Leistung der Mannschaft, was wäre ein Ziel, wo du sitzen würdest, vielleicht an gleicher Position und sagen würdest, Mensch, das war ein gutes Turnier für uns. Ich habe es schlau verpackt, das ist die Zielfrage. Ja, ich habe schon verstanden, die Zielfrage. Danke. Ja,
Ich starte jetzt mal mit so einem Allgemeinen. Also wenn wir am Ende heimfahren und wir sagen, okay, wir haben alles so gemacht, wie wir es wollten, alle haben alles dagelassen, es gibt keine No Regrets, wie man so schön sagt, und dann können wir auch mit dem Ergebnis leben. Wo wir aber mittlerweile sind, und das sage ich auch ganz offen, wir artikulieren ja das selber, dass wir kommen irgendwo, um auch was zu erreichen. Und da glaube ich, die Spieler wollen sich das auch irgendwo selber, die sagen ja dann auch nicht intern, ja okay, wir sind happy, wie wir alles gegeben haben. Die wollen schon was erreichen und ich glaube, das ist ein großes Ziel dann von jedem immer. Für mich persönlich, und ich spreche als Verband, also für den Deutschen Eishockeybund wäre es halt schön, die K.O.-Runde zu erreichen. Mhm. Eine Frage dann, vielleicht noch, Christian, wenn ich dazwischen grätschen darf. Findest du oder ist es bei euch intern zur Vorbereitung zu dieser Weltmeisterschaft aufgrund der, sage ich mal, nicht so prickelnden Olympiade, die wir hatten im Februar, ist es eine andere Herangehensweise? Ist da vielleicht ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel? Ist es mehr Spaß? Hat dieses olympische Turnier noch irgendwie was bei euch in den Köpfen zu tun? Oder ist es komplett weg? Jetzt kann ich nur für mich sprechen und wir haben das gut aufgearbeitet. Es ist weg. Bei mir ist es weg. Und zum Thema Druck, ich glaube, das war vielleicht auch einer der Fehler vor Olympia. Wir haben uns alle selber Druck gemacht mit, ja, wir wollen das. Von außen ist es ja wirklich, und das ist kein Vorwurf, ja. Aber das war halt die Erwartungshaltung 4 Jahre später und von außen um jetzt. Und jetzt haben wir vielleicht so und so, Bronze reicht gar nicht mehr, wir wollen mehr und das ist dann irgendwo im Kopf. Und ich glaube, jetzt haben wir wieder eine Situation, ja, wir sind da in der Weltrangliste ungefähr, wo wir uns immer bewegen, zwischen 5 und 9, jetzt sind wir mal im Moment 9. Und das ist realistisch. Und dann kann ich ja ganz getrost sagen, für mich als Verband oder Sportdirektor vom Verband ist das Erreichen der K.O.-Runde ein Erfolg. Und sollte es auch nicht klappen, ich war vor 4 Jahren auch nach Olympia bei einer WM und da sind wir nicht ins Viertelfinale gekommen, dann war auch nicht alles schlecht. Und für uns ist ja, oder für mich als in meiner Position auch, die Entwicklung vom ganzen Eishockey ist ja wichtig. Und es ist ja ein Turnier, das ist ein Meilenstein oder irgendwas auf dem Weg dahin. Und wir wollen alle Erfolg, aber ich habe das Ganze irgendwo im Auge. Und ich weiß, okay, wie entwickeln wir uns? Wie entwickeln wir durch dieses Turnier vielleicht auch eine neue Trainergeneration? Durch unseren Bundestrainer Toni Söderholm, der wo Gott sei Dank uns erhalten bleibt. Und das sind ja lauter so Punkte, das wo wir mitverarbeiten. Was nehmen wir aus dem Turnier mit? Wie arbeiten wir jetzt anders vielleicht wie vielleicht vor 3 Monaten? Auf gewissen Positionen. Was haben wir geändert? Und das kann man dann auch durchleuchten und ohne Ergebnis und sagen, das war gut, das können wir mitnehmen, das nehmen wir fürs nächste Turnier mit. Christian, dann sage ich vielen Dank für die Zeit und egal wie es läuft, immer im Kopf behalten. That's a hockey, you know, it's only game. It's only a game, aber es ist ein schönes und manchmal auch sehr wichtiges Spiel in diesem Fall bei einer Weltmeisterschaft. Wir wünschen euch allen denkbaren Erfolg und natürlich drückt Eishockey Deutschland, da bin ich mir sicher, die Daumen und vielleicht sprechen wir uns die Tage dann nochmal und hoffen natürlich, dass es erstmal gut startet mit der Partie gegen Kanada. Die sollen ja ab. Ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. Genau. So ist es. Denn man munkelt ja, die können auch ab und zu ganz gut Eishockey spielen. Ne? Behauptet man. Genau. Christian, vielen Dank. Beste Grüße an die Mannschaft, an den Trainer und ans Team insgesamt. Wir hören uns. Dankeschön. Christian, Servus. Servus. Ciao. Ja, so war da also der Sportdirektor, Christian Künast. Ja, schön, dass wir da so ausführlich quatschen konnten. Und aber die Frage, weil ich sie jetzt hier gerade gelesen habe, die hätte man natürlich ihm noch stellen können, aber jetzt stelle ich sie einfach an Paddy. Man hätte ihm noch viele Fragen stellen können übrigens. Das stimmt. Hier von Ludwig Brücker, der fragt, ob das Kanada-Spiel von Olympia, was ja auch damals das erste Spiel im Turnier war, noch in den Köpfen der Jungs ist oder nicht mehr. Was glaubst du? Ich habe es auch gelesen, die Frage, ja. Paddy, also gerne. Normalerweise als Sportler hast du dieses Spiel immer noch im Kopf. Das kannst du nicht ausradieren. Also das ist immer noch da. Ein Spieler, der sagt, nee, da denke ich nicht mehr dran, das ist komplett raus. Glaube ich nicht, dem glaube ich einfach nicht, weil das ist noch da. Aber
Man muss sich ja immer fragen, was mache ich mit dieser negativen Erfahrung? Will ich jetzt die ein Leben lang mir herunterziehen und die killt mich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue? Oder nehme ich diese Erfahrung, diese negative Erfahrung und wandle sie um in positive Reize oder eben in positive Energie? Und das wird ja auch jeder Mentaltrainer sagen, du musst sogar mit diesen negativen Ereignissen umgehen, aktiv angehen, sie verarbeiten, nur so kannst du dich auf ein neues Event oder ein neues Ziel vorbereiten. Also ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich finde, du musst sogar mit so einem Thema aktiv umgehen. Ja, ich weiß, du hast absolut recht. Ich glaube, in dem Moment würde ich es sogar noch anders sehen, aber nicht vor dem Hintergrund, dass das, was du gerade gesagt hast, dass ich das anders sehe. Das, ja. Das passt absolut. Ich glaube nur, dass die wenigsten jetzt daran denken werden, Mensch, wie war das denn gegen Kanada bei Olympia? Weil du halt in diesen Turnieren immer so unterschiedliche Mannschaften hast. So, hast du recht. Du hast, glaube ich, 7 Spieler dabei. Ja, ja. Ne? So, das ist jetzt von deutscher Seite schon mal eine ganz andere Note ne? Im Vergleich zu einem 25er Kader. Da hat natürlich jeder das Spiel im Kopf und alle, die nicht dabei waren, haben es trotzdem gesehen, selbstverständlich. Aber ich glaube, das ist ein komplett anderes kanadisches Team irgendwie, ist ein komplett anderes Turnier. Aber weißt du, wer es im Kopf hat? Toni Söderholm, Bundestrainer. Ich finde, der Druck ist auf ihm vielleicht persönlich, auch wenn er nicht so sagen würde, was das ja richtig ist. Da ist er vielleicht am größten, weil er natürlich jetzt mit einer Mannschaft wieder nach einem nicht so großartigen Turnier wieder abliefern möchte. Er hat, glaube ich, so diese größte, diesen größten Wunsch nach mindestens Viertelfinale. Ja, genau. Ne? Ja, so würde ich es auch sagen. Würde ich auch sagen, absolut. Im Zweifel kann man ja auch einfach das Spiel von der letzten WM auch im Kopf haben, wo man 3-1 gewonnen hat. So. Also. So nämlich. Super. So, und du weißt übrigens auch, können wir gleich noch... Wie schaut es bei dir aus mit Axel Bader? Nee, ist alles gut hier, aber ich... Mal alle hoch die Hände. Hände zum Himmel und ich transpiriere immer noch wie Willi der Obstfischer nach der 7. Runde. Aber sind alle noch trocken. Ist ja überragend. Ich dachte schon, dass du jetzt nämlich hier kleinen Chiemsee drunten liegen hast. Aber Nee. Lass uns ganz kurz zum Abschluss nochmal auf die deutsche Mannschaft gucken. Wir waren ja beim Sturm, haben ja auch schon ein bisschen was gehört. Und gucken nochmal auf so ein paar Spieler. Wir haben gehört, dass Taro Jentsch zunächst nicht nominiert ist, auch Alex Karatschun noch nicht lizenziert ist und auf Verteidigerseite Mario Zimmermann. Das sind also die drei, die erstmal rausfallen. Das heißt, die sind natürlich weiter vor Ort in Finnland, ist ja klar, aber sie werden erstmal eben nicht offiziell ins Aufgebot der deutschen Mannschaft mit aufgenommen. Und das hat Christian ja auch richtigerweise genauso beschrieben, wie das immer so ist. Da taktiert jeder so ein bisschen. Ne? Da lässt man sich ein bisschen Platz. Alle Länder gucken noch vielleicht nach Nordamerika. Was passiert da? Wir hätten jetzt auch noch über einen Spieler. Lukas Reichel ist gefallen. Ja. Peterka hat er dann selber genannt auch. Ne? Also das sind ja auch noch Jungs, die in der Verlosung sein können. Leon Gabanke. Also da kann man losgelöst jetzt übrigens von Leon Dreiseitel sich auch noch Wobei, das Thema bleibt spannend. Thema bleibt spannend, weil ich finde, wenn du den besten Spieler oder einen der 2, 3 besten Eishockeyspieler der Welt in der NHL spielen hast und sollten die, ich wünsche es ihm natürlich nicht, um Gottes Willen, aber wenn der heute Nacht ausscheidet, dann wünscht sich ja eigentlich ganz Eishockey-Deutschland Leon Dreiseitel im Bundesadler-Dress. Ja, das wünscht sich übrigens sogar vielleicht jeder internationale Fan, weil die immer denken, hey, ich will bei der WM die geilsten Zocker sehen, die besten Spieler und das ist natürlich einer. Ja, absolut. Ich wünsch mir auch. Es klingt aber, um das schon mal vorauszuschicken, nicht so positiv. Um nicht zu negativ zu sein, aber es klingt nicht so, als wenn da eine klare Linie ist, ist mein Eindruck, sage ich ganz offen, als wenn da eine klare Absprache herrscht, im Falle X kommt da, im Falle Y, jetzt kann man mal sagen, und das hat Christian ja auch argumentiert richtigerweise, lass die Jungs ja erstmal spielen. Das stimmt, ist auch richtig, aber ich glaube, dass man... wenn es denn so ist, von Leon Dreiseitel vielleicht auch schon vorher ein Signal gehört hätte, dass das natürlich auf jeden Fall das eintritt, sein, sollte er irgendwann verlieren. Wäre schade, absolut, aber wir haben noch genug im Line-Up, die hoffentlich Tore schießen können. Marc Michaelis kann ein interessanter Spieler werden, finde ich. Ja. Wird immer so ein bisschen unterm Radar gesurft. Weil er jetzt eben auch aktuell keinen NHL-Vertrag hat, aber einen AHL-Vertrag in Toronto bei den Marlies. Ja. Aber ist auch schon zum dritten Mal bei einer WM. Hat auch mittlerweile die internationale Erfahrung, auch mit der Mannschaft. Hat, glaube ich, unter Marco Sturm damals 2018 angefangen. Auch ein super, super interessanter Spieler. Sehr interessant. Auch da muss man sagen, ein bisschen unterm Radar, wenn wir ehrlich sind. Hat mir aber bisher
gut gefallen. Er ist schlittschuhläuferisch eine Augenweide. Er kann unglaublich einen guten Speed aufnehmen auf den Außenbahnen. Bin wirklich gespannt auf internationalem Niveau, auch schon mit seiner Erfahrung, wie du richtig gesagt hast. Er ist nicht zum ersten Mal dabei, aber auch da magst du natürlich auch den, ja, sag mal, den Next Step sehen, beziehungsweise eine gewisse Führungsrolle einnehmen, ja, nein, oder eine Führungsrolle einnehmen in seiner Reihe, wenn wir wissen, mit wem er auch letztendlich zusammenspielt. Ja, ja. Da bin ich sehr gespannt. Genau. Ja. Eine Überraschung haben wir übrigens noch vergessen, das noch angemerkt. Soramis fand ich noch überraschend, dass der auch noch bis zum Ende dabei ist. Ja. Aber das hat der Bundestrainer sich ja überlegt. Bitte? Es ist ja auch immer ein wichtiger Fakt, dass es ist ja, so blöd es klingt, aber es ist ja nicht nur immer die Eisqualität gefragt bei so einer Nominierung. Es sind ja mehrere Aspekte. Es ist ja wirklich mannschaftsdienlicher Spieler, passt der in mein System, dass die Jungs, die wir gerade gesehen haben, alle Eishockey spielen können. Das ist ja, steht ja außer Frage. Aber jeder Trainer hat seine eigene Philosophie, jeder Trainer hat auch seine eigenen Wunschspieler. Das ist auch ganz normal, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Der eine sagt, er hat scheiß Haare, nehme ich nicht mit. Ja, dann ist es halt so. Aber das ist, ich finde immer, das ist auch enorm bundestrainerabhängig, weil jeder Bundestrainer hat seine eigene Philosophie und jeder Bundestrainer hat auch seine eigenen Lieblingsspieler. Mhm. Das ist auch nichts Verwerfliches, das ist auch ganz normal, aber ich finde, man kann bei jedem Bundestrainer, den wir mal hatten, auch eine gewisse Sympathieliste im Kader erkennen. Du bist zum Beispiel nicht dabei. Ist richtig. Auch nicht im offiziellen Staff. Also das hat es, ja, könntest ja auch dabei sein als Equipment Manager oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, dazu fehlen mir die nötigen Endgeräte, ne? Die haben aber ich. Fürs Schlittschuhschleifen. Die haben aber ich. Genau, aber da nochmal, die machen echt einen guten Job. Bevor wir hier uns 3,5 Stunden schon mit der deutschen Mannschaft beschäftigen und die Uhr gleich schon Mitternacht schlägt. Lass uns mal Mikey Richtung Gruppe nochmal kurz kommen. Gerne. Zeig uns nochmal einmal kurz die Gruppe. Damit wir nochmal den Überblick haben, die deutsche Mannschaft, also morgen 18:45 live beim Magenta Sport. Deutschland gegen Kanada, das ist der Auftakt beim, Achtung, aufgepasst, 27-maligen Weltmeister. Man weiß nicht, ob das nochmal wichtig wird heute im Laufe dieser Sendung. Und das Interessante beim Team Kanada ist ja, hey, 2021 holen die sich die Goldmedaille ab. Aber mal eben kurz auf der letzten Rille dahin gesurft. Ne? Die haben da ist sie. Sehr stark. Ah, ich finde die Hymne geil. Stell dir mal vor, 18.000 Fans. Volle Hütte. Du stehst da. Volles Adrenalin. Geil. Ja, wir sind aber nicht in der Längstess-Arena. Nein, ja, da wären es 18. Wir sind auch in einem tollen Studio. Aber das ist doch geil, oder? Der Moment, da ja, da geht da einer ab. Ich bin eh totaler Nationalhymnen-Fan, ich finde das super. Welche ist die schönste? Für dich? Ja, die schönste, also das ist eine tolle Hymne, finde ich. Ja. Eine ganz tolle Hymne. Top 3. Ja, ist auf jeden Fall. Von den WM-Teilnehmern. Ach so. Nur von den WM, nicht von Jamaika oder irgendwas. Naja. Ist ja eine Frage, ob das eine Hymne ist, im Sinne von toll komponiert, dann klingt das eher wie ein klassisches Stück, finde ich. Aber grundsätzlich, den meisten Bock macht mir Italien. Ist das eine geile Hymne, dann sagst du ja oder nein. Jetzt ja, kommst hab ich doch gerade gesagt. Hör doch zu. Also, ja oder nein? Geile Hymne? Ja, ist eine geile Hymne, aber Punkt. Ich finde, Italien gibt mir mehr Spirit. Dann bitte Italien. So. Machen wir zu gegebener Zeit. Danke. Ach so. Es also soll ja noch angeblich über Italien gesprochen werden. Wir waren nämlich bei Team Kanada und ich habe gerade gesagt, irre, wie die den WM-Titel geholt haben. Und da sieht man eben auch mal, was für ein langes Turnier die WM sein kann. Die haben 3 Niederlagen zu Beginn gehabt. Ja? Und unter anderem ja gegen eine Mannschaft, die Deutschland heißt. Und dann als Gruppenvierter doch nochmal geschmeidig zum Titel gespult. Und das ja aber auch nur, weil Deutschland und Lettland sich nicht selber geeinigt haben, richtig zu spielen. Weil ich glaube, mit dem richtigen Ergebnis letztes Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, wäre ja dann Kanada gar nicht im Viertelfinale gewesen. Was du alles weißt. Ich behaupte es, aber im Zweifel werde ich in der Kommentarleiste berichtigt gleich. Apropos Kommentar.
Da bist, ja, da bist du jetzt mit deinem gefährlichen Halbwissen aus Wikipedia, genau wie ich. Ja, ja. Sind wir irgendwann sind wir raus. Oh je, aber dafür haben wir, guck mal, den Mann, der gerade noch im Darkroom fleißig arbeitet und sich vorbereitet auf das Spiel morgen, unser Kommentator Alex Kunz. Schönen guten Abend. Servus. Hi Boys, hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Lass uns kurz ein bisschen quatschen. Erstmal die ganz Frage. Kurz, jetzt sieht es richtig aus, schwarz-gelb. Also es ja, müsste guck. Ja schwarz-rot-gelb sein, aber. Einer hat hier rot angezogen. Ja. Sehr danke, gut. Alex. Alex, einer wo, wenigstens. Alex wo, für euch. Wo sitzt du denn bitte in der finnischen Dampfsauna oder wo bist denn du da drin? Ja, sieht fast so aus. Der erste Aufguss ist schon gemacht. Ja. Und zwar hiermit. Ja. Okay. Und tatsächlich aber ein mein Feuermelder Büro hast du auch oder ist das ein Hornissennest, was da links über dir hängt? Weiß gar nicht, was du meinst. Da oben, ich sitze in meinem Büro, Teil das da. Ist direkt unterm Dach. Was ist denn das Runde? Es kann auch ein bisschen hitzig zugehen, gerade im Sommer, aber... Sag doch mal, was hängt denn da oben? Ist das ein Hornissennest oder ein Feuermelder? Das runde Teil da. Das ist ein Feuermelder. Ja, das ist gut. Ein Feuermelder. Ja, Gott sei Dank, dann ja. Haben wir schon Sorgen gemacht. Nicht, dass ja. Du unter einem Hornissennest sitzt. Nee. Das du musst ja morgen alles, kommentieren, alles deswegen muss ich mir wirklich Gedanken machen, ob es dir gut geht und alles. Genau. Alex, du bist in der Vorbereitung, wahrscheinlich gerade immer noch in der Vorbereitung, deshalb sitzt du da fleißig in deinem Office. Was sind deine Gedanken, mal ganz frei raus, zum Team Kanada? Wo siehst du die Stärken? Wer sticht vielleicht raus? Was hast du dir vorab für Gedanken gemacht? Auf wen treffen wir da? Weil das ist immer die Frage, ne? Man kann gegen Kanada spielen und man kann gegen Kanada spielen. Das ist nicht immer das Gleiche. Und das ändert sich durchaus bei vielen WM-Turnieren oder generell großen Turnieren. Ja, stimmt schon. Vor allem, du hast jedes Jahr eine neue Mannschaft, die da auf dem Eis steht. Vielleicht 3, 4, die bei der letzten WM schon dabei waren. In dem Fall ist es sogar nur einer und vielleicht 3, 4, die überhaupt schon mal bei einer Weltmeisterschaft mit dabei waren. Sind halt in erster Linie die Spieler, die die Playoffs nicht geschafft haben. Das ist das Erste von der Kaderzusammenstellung. Es ist die größte Mannschaft und es ist die schwerste Mannschaft im Turnier. Und da weißt du schon, wo die Reise hingeht. Es geht sehr ins Körperliche rein. Und dazu durch die Bank 2 Wegespieler. Also nach vorne wie nach hinten wird da gerackert und gefightet. Und auf das muss sich die deutsche Mannschaft auch klar einstellen. Vielleicht gar nicht so schlecht für ein erstes Spiel. Da wissen die Deutschen gleich, wo der Hase lang geht. Und von daher würde ich sagen, wird das eine spannende Nummer morgen. Und hier sehen wir schon die ganzen Fakten und ganz erfahrener Trainer mit Claude Julien. 2011, glaube ich, Stanley Cup gewonnen mit Dennis Seidenberg und den Boston Bruins. Also da kommt schon eine richtige Dampfwalze auf uns zu. Wir sehen allerdings auch, das sind immer nur die Hard Facts logischerweise, aber 43 Siege, ein Remis und 3 Siege Deutschland. Also ich sag mal so, von den Stats sind wir jetzt nicht Favorit. Na, sind wir nicht. Das werden wir wahrscheinlich auch nie lang werden. Nicht. Ja. Aber ich finde es eher von Vorteil, wenn unser erstes Spiel gegen Kanada stattfindet, denn dort sehe ich die größte Chance, tatsächlich das Spiel gewinnen zu können gegen Kanada, weil Alex hat es ja schon gesagt, eine zusammengewürfelte Mannschaft, die müssen sich jetzt da auch erstmal finden. Ich meine, 5 Tage irgendwie im Hotel beim Latte Macchiato trinken, da wirst du jetzt auch nicht gleich die absolute Top-Mannschaft. Das muss sich erst über gewisse Zeit entwickeln. Dazu brauchst du Spiele, die haben sie eben nicht und deshalb denke ich, haben wir eine gute Möglichkeit, morgen den Kanadiern ein Bein zu stellen. Oha, okay, also optimistisch, Patrick Ehlechner für morgen, das checken wir, aber was sind vielleicht, wir sehen gerade hier, Alex, die Namen der Spieler, wer sticht raus, wo muss man sich vielleicht als Eishockey-Fan mal besonders dran orientieren, was sind vielleicht die Namen, die sich auch die deutschen Spieler merken sollten, auch wenn das natürlich im Eishockey durchaus jeder wuppen kann. Also jeder, der irgendwie Stützle-Fan ist, der kennt natürlich auch die Namen Thomas Chabot von den Ottawa Senators. Der ist auch Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft, Drake Batherson. Über den haben wir morgen noch eine geile Geschichte. Viel mehr wollen wir noch gar nicht verraten drüber. Matthew Barzal, Topscorer von den New York Islanders, ist mit dabei. Also das sind schon einige tolle Spieler. Adam Laurie, der Name Laurie ist vielleicht dem einen oder anderen Roosters-Fan noch bekannt. Das ist der Bruder von Joel Laurie, der war vorletzte Saison mittlerweile bei den Roosters. Auch nicht so ganz uninteressant. Ja, Cole Sillinger, alle
langjährigen Eishockey-Fans werden wissen, der Papa, der Mike, der ist eine NHL-Legende, über 1000 Spiele hat er gemacht und so weiter und so fort. Und er hat das alles zusammengepackt in einen insgesamt sehr, sehr guten Kader und sehr, sehr guten Staff. Ich glaube, da jetzt einzelne rauszupicken, wäre vielleicht ein bisschen ungerecht, denn spielen ja fast alle NHL und sind auf ihre Weise irgendwie Topstars. Sensationell. Also ich finde es ja wirklich geil, Alex haut da Fakten raus. Das Einzige, was mich wirklich brennend auch noch interessiert, ist, solltest du bitte herausfinden, wie denn die Namen der Haustiere sind, der jeweiligen Spielern, denn das ist, was mich persönlich auch immer sehr, sehr interessiert. Ja. Namen von Hamster, Namen von der Katze, Namen vom Hund logischerweise. Wenn du das morgen nicht herausfinden solltest, dann bin ich sehr, sehr enttäuscht. Freund, ich würd an deiner Stelle wirklich ganz vorsichtig sein. Du musst morgen neben mir sitzen, die ganze Zeit, ja. Und wenn es wieder mit deiner Locke da oben am Haupthaar nicht, ne? Weißt schon, ich bin bewaffnet morgen. Ich pass auf, dass ich morgen sitze. Ja, ja. Ihr habt Probleme. Why are you so pissy? Why are you so pissy? Why are you so pissy? I'm not. Yes, you are. Ja, und dann können wir uns ja vielleicht auch, sind wir mal gespannt, auf das Krakenduell im Tor einstellen. Ja. Könnte ja passieren. Ne? Seattle gegen Seattle. Glaube ich auch. Was meinst du, Alex? Ja, weiß noch nicht. Chris Richer ist natürlich ein direkter Konkurrent von Grubi, hat tatsächlich von den Fangquoten oder von den Saisonquoten, von den Saisonstatistiken ein bisschen besser abgeschnitten. Aber du hast es schon gesagt, Paddy, das ist eine Saison bei den Kraken gewesen. Ja, das war so ein bisschen zusammengewürfelter Haufen, auch nicht so funktioniert, wie als Vegas dann irgendwann mal eingestiegen ist in die NHL. Da war der Teambild vielleicht auch nicht so optimal und letzten Endes weißt du selber, wenn es dann in der Mannschaft dann vielleicht auch nicht so stimmt, wenn da ein paar Typen drin sind, die da nicht so reinpassen, ausbaden, müssen es letztendlich auch immer irgendwo die Goalies, ne? Okay. Du, Alex, während wir jetzt hier gerade quatschen, hat unsere Maschine zur rechten Seite von uns aus gesehen, glaube ich, einen interessanten Fakt gerade reingeholt. Es geht um die Meldung Team Canada. Ja, die habe ich jetzt im Zuge von der deutschen Meldung, habe ich die Kanadier auch mal rausgeholt. Und da fällt eine Sache tatsächlich auf, weil den Spieler haben wir ja eigentlich genannt. Hier. Sehr nix. Matt Barzal ist aktuell nicht gemeldet für morgen, bislang. Also man sieht unten, sie haben insgesamt 19 Spieler und zwei Keeper gemeldet. Sesh, du stehst direkt vor meiner Linse. Wie soll jetzt ich das lesen? Du stehst es ist halt mit deinem gelben Alex, Hemd. Ich sag's dir, das ist der Wahnsinn mit es den ist zwei ja hier. Das ist jetzt stehst du vor meiner Linse. Du, es kann nicht für jeden gut laufen im Leben. Das ist ja irre. So. Nee, genau. Also wie gesagt, Matt Barzal ist aktuell noch nicht gemeldet für morgen. Vielleicht wird er es noch für morgen gemeldet. Oder vielleicht auch an dich, Alex, die Frage, da kann natürlich auch noch von den Teams, die jetzt noch gerade Playoffs spielen, kann natürlich auch noch was eventuell nachkommen. Also jetzt ist meine Frage, weil wir es vorhin mit Leon hatten, Connor McDavid, sollten die heute Nacht rausgehen? Glaubt ihr, dass er dann zu Team Canada stoßen wurde? Ich weiß nicht, ob da schon im Vorfeld jetzt irgendwas bekannt wurde, dass er, wenn nicht spielt oder wie? Der darf nur kommen, wenn die im Doppelflieger kommen. Sonst darf der nicht kommen. Er muss immer den Leon mitnehmen. Also ich würde es mir wünschen, wenn Connor McDavid zur Weltmeisterschaft dazukommen würde zu Team Canada. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, weil absoluter Superstar ist, das Gesicht der Franchise ist. Da ist so viel Druck dann auf dem Kessel. Der hat dann, glaube ich, da andere Sorgen wie die Weltmeisterschaft in Finnland. Hat er, soweit ich weiß, ein schickes Haus, wo er dann sehr schickes kann. Haus. Kann ich jedem nur empfehlen, sich einmal von Connor McDavid zum Essen einladen zu lassen. Was ihr alles wisst. Ich konzentriere mich daher nur auf den Sport, also diese ganzen Randgeschichten. Und auf die Haustiere. Hat auch einen super süßen Hund übrigens. Das hätte, wusste der Alex bestimmt. Der Alex weiß bestimmt auch, wie der Hund heißt. Ja. Alex, wie heißt der Hund von Connor McDavid? Ja, sage ich dir morgen dann. Boah, das ist also, richtig. Du hast ja gesagt, er ist noch nicht top vorbereitet, liebe Eishockey-Fans, keine Sorge, es wird morgen alles besser und anders. Wie heißt dein Hund denn hier eigentlich oben? Wie heißt der Hund eigentlich? Ich bin total unzufrieden. Ich sag's dir, was ich. Und jetzt kommt da auch der Haargummi rein. Wo ist denn mein Haargummi? Ich glaube, der Haargummi, du hast Sorgen. Okay, aber wir müssen das, Alex, auf jeden Fall in einem Auge behalten. Das kann spannend sein. Also warum das so ist, kann ja auch mal jetzt angeschlagen sein.
Also eigentlich war es klar, dass er offiziell schon früh bekannt gegeben war bei Team Kanada, ja. Matt Barzal. Also gucken wir auf jeden Fall drauf. Knapp 60 Punkte gemacht in der NHL-Saison. Aber sonst eh absolut spannendes wär Thema. Wäre natürlich ein großer Verlust, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite stehen da natürlich 24 andere super Eishockeyspieler auf dem Eis, die es natürlich auch alle können. Wenn sich Kanada von einem Matt Barzal abhängig machen würde, dann wäre es schon ein bisschen Armutszeugnis. Von daher glaube ich schon, dass es ein erstes Spiel wird, das sehr, sehr herausfordernd wird für Team Deutschland. Wunderbar. Sag mal ganz kurz deine Einschätzung. Ich habe ja versucht, aus Christian Kühners so eine Zielsetzung rauszuquälen. Das ist ja mal schwer. Ich weiß, es ist auch völlig klar, dass man sich da auch nicht so aus dem Fenster lehnen will. Und ich habe so den Eindruck auch, weil man das bei Olympia gemacht hat, fällt es vielleicht dem einen oder anderen schwer, jetzt klar zu sagen, hey, Halbfinale ist unser Ziel. Aber er hat natürlich angedeutet, er will aus seiner Sicht jetzt in die Playoffs beziehungsweise in die K.O.-Runde, also ins Viertelfinale logischerweise. Wie schätzt du die Gruppe ein? Was ist so dein Feeling? Interessante Gruppe, sagen wir mal so. Also Kanada haben wir eben besprochen, Slowakei haben wir ja zweimal gesehen in der WM. Mhm. Eine Mannschaft, die sich jetzt seit 2017, seit dem Rebuild da gefunden hat, extrem stark auf den Beinen, wird ein ganz anderes Spiel, ist ja der nächste Gegner danach Kanada. Für Deutschland wird ganz anderes Eishockey gespielt, da geht es dann mehr um technische Dinge, um Schlittschuhlaufen und so weiter und so fort. Und dann kommen die Franzosen und vom Feeling Frankreich, wer ist das schon? Aber ich habe mir heute mal den Kader angesehen. Ich bin da sehr gespannt auf diese Mannschaft. Ich glaube, das könnte das Überraschungsteam sein. Toto Reck kennen wir alle, Damien Fleury kennen wir alle. Die Boson Boys spielen. Philippe ist Nationaltrainer. Und dann haben sie noch einen Tessier aus Columbus und so weiter und so fort. Also die finde ich sehr spannend. Kasachstan weiß ich noch nicht so einzuschätzen, aber wissen wir von der letzten WM, wird schwierig. Und dann die Schweizer. Josi hat heute abgesagt aus familiären Gründen. Ja. Trotzdem haben die Schweizer eine bullenstarke Mannschaft. Und dann haben wir noch Italien auf jeden Fall und Dänemark. Dänemark immer unangenehm, wenn wir WM gespielt haben. Ich glaube, die WM-Bilanz gegen Dänemark ist absolut verheerend. Und Italien, ja, schätze ich zumindest für den Moment ein als schwächste Mannschaft in der Liga. Aber wir erinnern uns an die letzte Weltmeisterschaft. Die Italiener sind drin geblieben. Warum? Weil sie eben im letzten und entscheidenden Spiel genau das gemacht haben, was sie müssen. Einen Sieg einfahren, um eben nicht Letzter zu werden. Und von daher, die wissen ganz genau, was sie können. Die wissen aber auch, was sie nicht können und gegen wen sie gewinnen müssen. So. Wunderbar. Dann danke dafür. Und dann arbeite noch ein bisschen fleißig weiter, damit du vorbereitet bist. Und wir können dir nur ans Herz legen, einfach dabei zu bleiben. Hier bei der Eishockey-WM beim Spezial. Denn es gibt gleich noch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, gibt es unser Quiz. Das können wir schon mal sagen. Und auch du kannst da noch was lernen, lieber Alexander. Ja? Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Fragen jetzt dann. Ja, das sind ja nicht meine. Wie gesagt, das hat die Redaktion rausgearbeitet. Ich würde ja nur fragen, wie heißt der Hund von Leon Dreiseitel? Und der heißt Bowie, wie ich hier gerade, ne? Aber apropos Hund, ich habe jetzt auch mal mit ein bisschen vorrecherchiert für dich, Alex, dass ich den ersten Hundenamen schon mal loslegen kann. Ja. Nämlich der von Connor McDavid, habe ich jetzt auf seinem Instagram gesehen, heißt Lenny. So, richtig. Dann haben wir den ersten Namen haben wir schon mal raus. Und für den Rest bist du dann morgen zuständig, Alex. Ja. Das weiß ich. Ja, Alex, stark, ich werde alle Tiernamen abfragen morgen im Live. Ja, aber dein Lockenwickler lässt du zu Hause, oder? Hoffe ich doch. Mein Lockenwickler brauche ich nicht, weil ich morgen von meiner Hairstylistin aus Ibiza überragend performt werde, ja, beziehungsweise zugerichtet werde. Ja, pass auf. weil wir gerade beim Hund waren, ich sehe gerade, war das gerade der Instagram-Kanal von McDavids Hund? Der hat einen eigenen Instagram-Kanal. Warte mal. Nein, vom Leon. Leon seiner. Bowie hat seinen eigenen. Ja, aber der von McDavid anscheinend auch. Können wir uns mal auch Bowie anschauen? Weil das ist auch sehr interessant für das morgige Spiel. Wer will, kann natürlich Leon Dreiseitels Hund folgen. Ist auch sehr interessant. Gibt es auch immer wieder sehr schöne Bilder und kann man was lernen fürs Leben.
Ja, und bald gucke ich dann auch noch Katzenvideos. Meine Güte, what's wrong? Also, du, mit Alex, Katzenvideos bin ich durch meine Schulzeit gekommen. Also von daher. Jetzt, Alex, wir lassen dich jetzt weiterarbeiten, damit du nicht zu spät ins Bett gehst. Du weißt, vor 12 Uhr ist der wichtigste Schlaf. Mach es gut und wir sehen und hören dich vor allem morgen, wenn es losgeht mit der WM beim Magenta Sport und Deutschland gegen Kanada. Beste Grüße und das Dach. Bis morgen in alter Frische, Jungs. Ciao. So sieht's aus. Ciao. Gut im Hornissennest. Tschüss. Ciao. So, weiter geht's. Hatten wir gerade schon. Mikey, lass uns noch mal ganz kurz auf Frankreich gucken. Frankreich, du hast das gerade schon. Ich habe einen Hund, ja. Wie heißt dein Hund? Max. Max. Der kam aber so. Konnte ich nichts mehr ändern. Ja, der Hund heißt Max. So, da haben wir mal die Haare. Genau, super, finde ich geil. Die Hymne von den Franzosen. Ich habe übrigens mein Haargummi verloren. Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Ohne Gummi läufst du, Haargummi läufst du. Ich habe mein Haargummi. Es gibt Momente, mein Freund, da kann man auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen. Dies ist so einer. Ich habe mein Haargummi verloren und ich habe ihn in meiner Hosentasche gehabt. Du kannst doch gerne mal draußen suchen. Wir können sonst fragen, vielleicht hat die Amelie noch einen oder so. Wie bitte? Vielleicht hat die Amelie noch einen. Amelie, hast du einen Haargummi für mich, bitte? Dann muss ich hier das Studio nicht verlassen, weil ich möchte natürlich jede Sekunde Sendezeit genießen beim Magenta Sport. Oh. Ich brauche einen Haargummi. Hau nochmal die Hardfacts rein. Die theoretisch wären sie da. Die Hairfacts. Musst du jetzt hat. Guck mal, also noch mal ganz kurz das, was Alex auch gerade schon gesagt hat. Sind ja wieder reingerutscht, die Franzosen, nachdem ja Russland und Weißrussland dann rausgekickt wurden. Und dementsprechend haben die eigentlich davon profitiert. Das ist auch eine krasse Geschichte, ne? Weil die sind abgestiegen. Dann konntest du erstmal gar nicht wieder aufsteigen, weil ja 2020 auch kein Turnier war. Ja? Ja. Dementsprechend die Absagen dann 21 für die Aufstiegsevents. Also jetzt sind sie irgendwie glücklich wieder reingerutscht und davon profitiert halt Philippe Bosson, den ja viele kennen, weil Meister mit Mannheim. Richtig. Ja, spricht genau. Auch immer noch ein bisschen Deutsch. Und das Kuriose an der Geschichte, kann mich gut daran erinnern, der gute Philipp war eigentlich, bevor er Head Coach der französischen Nationalmannschaft wurde, war er, da hilfst du ihm hier, unser Mädel, war Philippe Bosson eigentlich Experte. Also er hat sozusagen bei einer WM vor Ort quasi den Goldmann gemacht. Ne? Ja. Da saßen die immer nebeneinander, der französische Sender und daneben irgendwie der deutsche Sender. Und dann haben sie sich dann Wolf kommentiert. Und irgendwann hat man ihn offensichtlich gefragt, hey, wir brauchen einen Nationaltrainer. Voulez-vous faire le coach? Ich muss mir jetzt ehrlich gesagt um was anderes kümmern, nämlich dass hier mein Dutt passt, wie um deine Französischkenntnisse. Robin Dutt ist was anderes. Der coacht dich beim Eishockey. Stimmt, ja. Also interessant, die Franzosen, und Alex hat es ja auch gerade gesagt, sind ein paar Spieler dabei, die wir auch kennen aus der Liga, zum Beispiel ja. Anthony Recke. Ja. Und auch ein NHL. Sascha Trey hat, glaube ich, auch in der DL gespielt. Ne? Ja. Aber normalerweise, also Frankreich. Das sollte man jetzt Respekt haben, alles gut, aber das ist jetzt alles, glaube ich mal, die Zeiten sind vorbei, dass wir da jetzt gegen Frankreich Angst haben müssen. Wir haben so viel Selbstvertrauen, Respekt to the game, yes, aber ansonsten, naja. Oder? Also ja. früher Frankreich, ja gut. Ich glaube auch, dass das für Frankreich ein tolles Event ist. Happy, dass sie dabei sein dürfen. Aber für eine große Überraschung, so schätze ich, haben sie da leider einfach nicht die Stärke dazu. Okay. Achtung. Ja, das wollen wir natürlich nicht so oft hören. Das ist natürlich was anderes. Das Schöne ist ja, so schön wie die Hymnen alle sind, das ist offensichtlich, danke Mike, die slowakische Hymne. Ja. Aber das Doofe ist ja immer, wenn man die hört, heißt das ja auch, du hast es versemmelt. Ja. Ne? Weil dann vom Siegerteam wird es ja gespult am Schluss. Ne? Aber Slowakei, geile Mannschaft. Bin ich wirklich Fan davon geworden, spätestens oder mindestens seit den Olympischen Spielen, wie engagiert die Jungs da gespielt haben mit ihren upcoming Superstars. Bin ich ein bisschen neidisch, dass die da so gute, junge, tolle Spieler in ihren Reihen haben. Haben wir auch, aber das werden so die neuen Stützles dieser Welt. Ja, vor allem gehen wir es mal durch, Mikey. Schön zur Hymne, aber lass uns gerne mal auf den... Oh, guck mal, hier mit Text.
Unsere Slowakei hat bisher hart geschlafen. Na dann. Vielleicht hoffen sie, schlafen sie auch gegen die Deutschen dann, so gesehen. Ja, aber wir können da ja auch drauf gucken und immer noch die Melodie im Hintergrund laufen. Das ist ja wunderbar. Also eine Geschichte ist klar, das hat Paddy gerade angesprochen. Er hat natürlich den Jahrgang 2004 gemeint. Ne? Da sind drei Jungs dabei. Ja. Slavkovský, den kennen wir von Olympischen Spielen. 7 Tore in 7 Spielen gemacht. Also der ist eine Rakete. Dann Nemec und Sikora ja. auch noch dabei, wo man ja davon ausgeht, bin jetzt auch kein Hellseher, aber die sollten im Draft geschmeidig früh weggehen. Ne? Ja, davon ist jetzt mal auszugehen. Also Slavkovský hat ja echt bei Olympia echt groß aufgezockt. Und der wird mit Sicherheit hoch weggehen. Und sie haben ja auch NHL-Erfahrung dabei. Also mit Thomas Tatar von New Jersey ist was dabei. Und zwei Keeper, die wohl auch NHL-Vereinen gehören. Also ja. Adam Hruška ja, gehört den Rangers, spielt in der AHL. Aber ja, ich glaube, die Slowaken... Riba, die sind, guter Mann. Ja, ja. Die Slowaken sind weit, ja. Also die haben gezeigt, Olympia, was sie wieder können. Und ich glaube auch, die dürften da bei uns in der Gruppe weit oben mitspielen. Also es wird ein knackiges Spiel. Die haben auf jeden Fall, finde ich, einen interessanten, das sieht man da auch vielleicht so, in dem Fall nicht, wo die jetzt gerade spielen, da ist immer das Geburtsdatum angegeben, aber sie haben einen Mix aus so vielen Spielern aus vielen europäischen Ligen. Ne? Slowakei, ja. Tschechien, Finnland, Schweden, auch aus der KHL. Also da ist ein ganz guter Mix da. Dann hast du ein bisschen diese Youngster, über die wir gerade schon gesprochen haben. Du hast Erfahrung dabei, nicht nur durch einen Tatar. Und ja, das ist interessant, vor allem, weil wir haben sie ja auch in der Vorbereitung gesehen, dass so ein etwas längerer Weg war. Also diese goldene Generation damals, die 2002 Gold geholt hat, irgendwann war es dann weg, dann hatten wir nochmal 10 Jahre später einen Medaillenerfolg gehabt. Aber dann hattest du eben auch von 2014 bis 2019 hast du kein Viertelfinale erreicht. Ja. Also das ist ja für so eine Nation schon echt ein Brett, ne, im negativen Sinne. Und dann hat man irgendwie jetzt so über die Jahre eben es auch geschafft, Miro Schartan, der GM, hat da so ein bisschen was angezettelt und versucht, das Ganze auf ein neues Gleis zu stellen. Und man erntet so langsam jetzt die Früchte dieser Arbeit. Da sieht man eben auch, dass das mal ein bisschen länger braucht, ne, um wieder auch die neue Generation so an den Start zu bringen. Und das ist aktuell natürlich dann gegipfelt in diesem unglaublichen Erfolg bei den Olympischen Spielen mit der Bronzemedaille. Aber ich glaube, da muss auch jede Nation irgendwie irgendwann einmal durch. Also vielleicht jetzt außer die ganz, ganz Großen wie Kanada, USA, Finnland, Schweden. Aber auch wir hatten ja diese Phase. Ich meine, wir waren ja auch eine Zeit lang ein bisschen verschwunden und mussten da wirklich hart kämpfen, dass wir überhaupt in der AWM bleiben. Mhm. Aber... Ja, es dauert eben alles seine Zeit. Vor allem das Nachwuchsprogramm, das muss sich ändern. Auch da haben wir noch Handlungsbedarf. Das Schlimme, das Schwierige ist ja immer das, nur weil wir jetzt einen Tim Stützle haben, einen Mo Seider haben oder einen Philipp Grubauer haben, heißt es ja nicht, dass wir jetzt auf einmal aufhören können, in den Nachwuchsbereichen wirklich diese Förderung so durchzuziehen, wie sie bisher vollzogen worden sind. Nein, jetzt eigentlich noch mehr, jetzt erst recht, weil wenn wir uns jetzt wieder ausruhen und sagen, ja, wir haben ja hier einen Leon, wir haben ja einen Tim, dann fallen wir nämlich in 5-6 Jahren genau wieder in dieses Loch, wo eben die Slowaken waren und dann kommt eben kein Stützle mehr und ich hoffe einfach, dass das auch im deutschen Eishockey wirklich vor allem im Nachwuchs, da braucht man diese Förderungen unglaublich weiter, weil es ist noch sehr viel Luft nach oben, auch wenn wir diese Einzeltalente haben, wie Stützle dieser Welt und Seider, aber wir sind bei Weitem noch nicht perfekt in der Nachwuchsabteilung. Ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ne? Da hast du recht, ja. Ja, genau. Kurzen Axel-Peter-Test, Hände hoch bitte apropos, einmal. Apropos Dr. Sommer, nein. Alle trocken, ist ja irre, echt Wahnsinn. So, ein Satz noch zur Slowakei, werden wir uns dann auch gebührend natürlich darum kümmern, wenn Deutschland gegen die Slowakei spielt. Zweiter Gegner, dann am darauffolgenden Tag, also gibt es erstmal ein Back-to-Back-Spiel für die deutsche Mannschaft, auch immer interessant, gerade nach dem Ergebnis des ersten Abends, wie es dann im zweiten Spiel geht. Aber Coach Craig Ramsey, auch eine Legende, 71 Jahre alt und ich glaube auch über 1000 Spiele, genau wie Miro Schartan, also das sind Stanley Cup-Sieger, einmal Coach und vor allem natürlich Miro Schartan als Spieler. So, dann gucken wir einen Schritt weiter auf Team. Dänemark. Ich würde sagen Dänemark, ne? Ja.
Team Dänemark. 10. der Weltrangliste. Also in unserer Umgebung. Die habe ich nicht oft gehört, wenn ich ehrlich bin. Na? Also ich kenne wirklich viele Hymnen, aber die habe ich nicht. Ich habe die ab und zu mal gehört, um ehrlich zu sein, auch bei großen Turnieren oder Weltmeisterschaften, wenn es gegen Deutschland ging. Die haben uns nämlich oft mal geärgert. Weißt du, ja, das ist so ein Gegner. Vielleicht wollte ich sie nicht hören. Genau, das ist so ein Gegner, wo du dich oft schwer tust. Ne? Die haben einen brutalen Team-Spirit irgendwie immer, ja, finde ich. Ne? Die spielen oft auch, wenn es gut läuft oder wenn sie es schaffen, so über ihren Verhältnissen manchmal. Aber um da mal drauf zu schauen, das ist der Kader aktuell von Team Dänemark. Und da sehen wir durchaus auch DL-Erfahrung, ja, oder Ex-DL-Erfahrung, je nachdem. Ne? Fängt oben schon im Tor an. Sebastian Dahm, ja, ja, Ex-Berliner, Ex-Iserlohner Torhüter. Genau. Wird sicherlich auch die Nummer 1 sein, gehe ich davon aus, bei dieser Weltmeisterschaft. Jensen, natürlich Meister. Meisterverteidiger für Dänemark unterwegs. Aber ich muss aber wirklich sagen, die Dänen, das ist für mich unglaublich schwer, die Dänen immer einzuschätzen, weil auf dem Papier, so wie wir jetzt auch sagen, ja, hier DL und der und hier, ich finde, die sind als Mannschaft so gravierend gut. Also weißt du, die haben jetzt da nicht jetzt diesen einzelnen Stützle, wo ich sage, auf den müssen wir aufpassen, weil der haut uns heute wahrscheinlich 3 Buden rein. Na, ich finde einfach, die Dänen, die sind immer im Kollektiv sowas von unangenehm stark, dass, ja, die erste bis zur vierten Reihe anscheinend immer alle gleich gut sind, also, ja, auf einem gleich guten Level. So, ja, so meine ich das. Um noch mal einen ehemaligen deutschen Nationaltrainer dazu zitieren, die Letten bleiben die Letten und die Dänen bleiben dementsprechend auch immer die Dänen. Ne, kann man schon so sagen. So, ja, kann man das wirklich sagen. Genau. Aber wir sehen auch, sehen da auch Jensen Abo, der in Krefeld unterwegs war. Boah, jetzt fällt's mir, geht die Hymne immer noch eigentlich? Ja, die Hymne läuft einfach, ja, durch. Wie lange geht denn die bitte? Die ist sehr lange. Ist es eine lange Version, oder? Es ist 3 Minuten wäre die Version, ja. Was interessant ist auch, ist Nikola Ehlers, der in der NHL Winnipeg spielt, oder? Ja. Ja. Mit Trainerpapa Heinz Ehlers. Auch cool. Immer lustig irgendwie, ne? Coole Story. Weiß ich nicht, ja, genau. Ist jetzt auch nicht das erste Mal, ja, aber, ja, irgendwie immer ganz witzig, wenn Big Daddy irgendwie die Ansagen macht in der Sohn Kabine. Und Papa. Stell mir gerade das bei meinem Papa vor, wie das wohl wäre. Wäre witzig, glaube ich. Hätte immer Schere dabei. Vielleicht wär aus dir dann mal was geworden. So, bam. Ach Gott. Aber im Normalfall, wenn du da oben reinpieken willst, ist das natürlich eine Partie, die du eher gewinnen solltest. Ich mag die Finnen am liebsten. Oha. Ja, immer noch ein Klassiker nach dem Titelgewinn 2011 in der Slowakei. Bei der Co-Trainer, glaube ich, damals. Ne? Ja. Das ist geil, ja, oder? Irre. Ja, gut. Wenn du, ja, das kann passieren. Ja, wenn du das Bordbistro da oben komplett zerlegt hast, ne, mit dann allen Getränken. Bist dann du vorne dabei. Ja. Aber den haben sie ja nicht einmal kalten, sehe ich gerade, oder? Den haben sie ja absichtlich. Ist das gemein. Ich finde ja, das dass der ja noch geschubst fies wird. Er wird geschubst. Von dem, er wird geschubst. Guck mal, wenn du ganz genau hin. Jetzt. Und zack. Ist das fies. Ach, das ist gemein. Ja, das ist bitter. Müssten wir mit dir mal machen, Sesh. Ja, genau. Ich gucke ja auch noch was zum. Die dänische Hymne. Ja. Die ist bitter. Wenn man also die Dänemark hört, wird ungefähr hier auch von unserer Timeline so eingeschätzt. Genau, mit dem Hinweis. Ehlers überragend, Augenweide ihm zuzusehen und der Karl-Heinz als Coach. Genau. Heißt aber nur Heinz. Der Suffkopf aus dem Flugzeug. Ja, mein. Der hat halt gefeiert, einen WM-Titel gefeiert. Oder, bitte? Guck mal auf Italien, Leute. Nächster Gegner. Super, so, super. Da ist meine Hymne. Ich denke da immer an Schumi, gell, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach so, ja. Selbstverständlich. Ja, ich denke immer an Schumi, wenn ich die Hymne höre. Das ist ja so traurig. Weil ja da immer die Hymne des Siegerautos sozusagen. Genau, ist, ne? Richtig. Der Ferrari. Mein Gott. Und dann. Ja. So emotional, gell? Gibt es eigentlich immer Wahnsinn andere Nationen, die ihre Hymne so emotional singt wie die Italiener? Habt ihr dann noch mal. Ja. Wen? Auf der Insel.
Auf der Insel? Auf unserer Insel, nicht so weit weg. Nicht auf unserer Insel, aber auf der Insel, die nicht so weit weg von uns liegt. Also Fraueninsel. Im Bereich Großbritannien, glaube ich, singt man auch, im Fußball ja. Schon ganz gute Hymnen. Ja. Also Schottland. Emotionaler als die Italiener. Ja, kannst du mal im Netz nachgucken. Wahnsinn, da gibt es Videos. Da ist kein Dach, aber es wird wegfliegen. Krass. Ja. Aber die ist cool, absolut. Ich finde die Italiener super. Ganz groß, wie gesagt, meine favorite Anthem. Das ist sie jetzt. My favorite Anthem. Das ist deine? Ja. Yeah. Also das war jetzt Italien, wer noch? Na, das ist Bella Italia. Aber sag mal Top 3. Kanada, oder? Boah. Top 3. Oh, guck mal, ein bisschen Obst, dankeschön. Oh, danke. Sind wir schon bei 2 Stunden, oder was? Alto Belli. Sind das die Bio-Erdbeeren, oder? Hm. Oh. Das sind die aus Italien. Naja, alles gut. Magst du eine? Nee, ich bleib beim Hopfentee. Das ist die italienische Mannschaft? Soweit ich weiß, ja. Muss ich ganz klar sagen. Kennst du keinen? Bitte? Kennst du keinen, wolltest du? Naja, Peter Spornberger kenne ich schon. Das ist ja. Nein, aber ich muss jetzt auch noch mal genau gucken und muss wieder mal kurz meinen Weg nach vorne begeben. Sind deine Augen so schlecht? Ja, die sind schlecht, aber guck mal, wie klein das ist. Also natürlich kennen wir den einen oder anderen auch aus der DEL. Mit deutschem Hintergrund ist da ja auch angezeigt, Peter Spornberger und auch Alex Trivilato. Aber es ist eine Mannschaft, die natürlich eigentlich nicht die Qualität hat, auch um in dieser Weltgruppe zu bleiben. Aus diversen Gründen haben sie es damals geschafft. Alex hat das ja eben kurz eingeordnet. Aber das war mega Muzzle. Also im Normalfall geht es da nur darum, wie er schon gesagt hat, es gibt das eine Spiel für Italien. Wenn du es eben durch die Konstellation packst, dann bleibst du vielleicht wirklich nochmal wieder drin. Aber ansonsten ist das natürlich eher, ich will jetzt nicht Fahrstuhlmannschaft sagen, das klingt so despektierlich, aber eine Mannschaft, die maximal zwischen diesen zwei Gruppen pendeln kann. Und ab und zu führt es halt auch mal dazu, dass sie da oben dabei sind. Also ich glaube, das ist vielleicht der größte Must-Win in der Gruppe für Deutschland. Ich glaube, haben wir nicht letztes Jahr auch gegen Italien angefangen? Dieses 9-5, ne, was war das? 9-4 war es, glaube ich. Ja, man war Wasser. Ja, ich nehme die dicke Erdbeere nochmal. Ich hab noch. Mhm. Magst du Wasser? Hab noch, danke. Magst du Wasser? Sehr gerne, ja, aber sonst muss ich hier Bier trinken. Und eben hat schon einer angemerkt, dass ich hier umfunktioniert wurde vom Weinfreund zu einem Biertrinker. Und ich möchte das auch wirklich nicht sein. Nee. Aber gut, man muss mit dem leben, was einem hier vorgehalten wird. Kasachstan, genau, lass uns darüber reden, weil ich gerade gesagt habe, Italien ist die Mannschaft, die du schlagen musst. Und Kasachstan, ganz ehrlich, ist halt erstmal mit einer sehr dramatischen Hymne unterwegs. Ja. Okay. Dankeschön. Ja, aber wenn man sich den Kader anschaut, ist es auch viel, sag ich mal, zwei Flaggen zu sehen. Sage ich es jetzt mal vorsichtig. Das hatte ja Rick am Montag auch schon gesagt. Also es gibt durchaus ein paar Kasachte, Kanadier oder auch Russen. Ein Kasachte? Ja, das ist ja. Oder auch einen Schweden, der ein Kasacht wurde. Kaum warst du auf dem Eis, zack, bumm, ein Kasach, schon ein Pass in der Tasche. Mich haben sie nicht gefragt. Ja. Also das kann ich jetzt schon mal offiziell hier allen Eishockey-Fans mitteilen. Ja, schade, das hätte der Beginn von einer ganz großen internationalen Karriere werden können. Mich, bam. Mich hat keiner angefragt. Ja gut, aber einen Star haben sie ja schon mit Roman Starchenko. Ein Star. Ja. Wen wollen wir da rausheben, Dankeschön. Leute? Es kann eigentlich nur einen geben, oder? Ach, das ist mit der Hymne? Ja. Ach so, okay. Das geht da nicht. Okay. Nee. Zu viele Tonquellen. Okay. Meiner Meinung nach können wir nur einen rausheben. Wollen wir das machen? Ja, absolut. Ich guck mal, ob hier jemand eine Meinung zu Kasachstan hat. Kanadisch-Kasachstan. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, da geht es um Dinge, die ich ehrlicherweise, muss ich klar raus sagen, im Sport nicht so richtig cool finde. Ich finde immer, wenn du
für ein Land auch schon gespielt hast, ja, dann ist es vielleicht eben eine U-Mannschaft. Es gibt 500 Millionen verschiedene Regularien. Da gibt es so ein dickes Dossier, wie das möglich ist, dass du dann doch noch irgendwie spielst. Einmal darfst du wechseln, wo ich dann immer so sage, ja, ich verstehe, es geht um Geld. Und ist für mich aber im Bereich Nationalmannschaft ein Unding, sage ich ganz offen. Also brauche ich nicht. Na. Verein, kannst du machen, was du willst. Ja. Kannst für 800 Vereine in 722 Ländern spielen, wenn es dich glücklich macht und wenn es dir für die Brieftasche den Segen bringt. Aber bei der Nationalmannschaft muss ich ganz ehrlich sagen, I don't get it. Und deshalb ist es auch ehrlicherweise für mich schwer, so ein Gefühl für so eine Mannschaft wie Kasachstan zu bekommen. Ja. Die mögen jetzt auch gute Arbeit machen, aber irgendwie denkst du dir so, boah, Leute, also das kann ja eigentlich jeder machen. Ne? Du machst einen Geldbeutel auf und sagst, pass mal auf, wer ist noch und wer ist ganz gut, wer hat aber noch nicht wirklich so gespielt, dass ich die noch mir greifen darf. Und bums, hast du zum Beispiel einen wie Jesse Blacker. Das wäre der Name. Den ich ja wirklich in der DEL, muss ich sagen, unglaublich mochte. Also es war für mich einer der besten Verteidiger, damals in Nürnberg bzw. in der DEL. Ja. Schade, dass man ihn hat nicht halten können in der Liga. Hat sich halt dann für einen anderen Weg entschieden. Das sind übrigens hier Bilder von einem sehr legendären Spiel, ne, wo München, glaube ich, 5-2 geführt hat. Ne? Mhm. 5-1. 5-1 sogar. Okay. Und dann dieses Comeback kam von Nürnberg. 6-5, ja. Was den damaligen Sponsor zu welchem Urteil hingerissen hat? Aber es war fucking awesome, fucking awesome. So war das damals. Wer ist der junge Mann rechts? Aber es war fucking awesome, fucking awesome. Also keine Ahnung, aber er hat sich gefreut offensichtlich über diese Aussage von Thomas Szabo damals. Ja, war ein irres Spiel. Wir waren beide da übrigens. Ne? Ja. Können wir uns gut dran erinnern. Ich habe es rausgeschnitten. Und Blacker finde ich auch ein irrer Spieler damals gewesen in der deutschen Eishockeyliga und dann abgewandert in die KHL. Ich glaube zunächst zu Kunlun. Ins Reich der Mitte. Möchte ich aber schon zu meiner Verteidigung sagen, ich war der links, der ist ganz kurz zu sehen mit der Jacke am Anfang. Hier, siehst du meine Jacke? Das war ich. Mich haben es rausgeschnitten. Nee, es hat einfach nicht mehr, es hat nicht mehr aufs Bild gepasst. Ja. Dann weißt du den Stellenwert. Ja, wir wollten auch ehrlicherweise da jetzt keine Konkurrenz frisurentechnisch zu Thomas Szabo aufbauen, deshalb bist du rausgeblieben. So. Es ist echt ein Skandal. Wichtiges Thema, müssen wir noch besprechen. Team Schweiz. Die Schweiz. Ja, und auch deshalb, weil wir natürlich gegen die Schweiz in der Vorbereitung gespielt haben. Eine Niederlage, ein Sieg. Ah, die habe ich oft gehört. Ja. Warum? In der Jugend immer verloren, oder was? Ja, wir haben nicht oft gewonnen. Die Schweiz, ja, aber im Nachwuchs in der Zeit waren die Schweizer, muss man einfach auch so neidlos anerkennen, die waren einfach besser. Und was ja wahrscheinlich wissen ja viele, aber der DEB hat ja immer versucht, das Schweizer Nachwuchsprogramm nicht zu kopieren, aber sich viel abzuschauen. Ja. Also das ist ja kein offenes Geheimnis. Also ich sage mal, dass das einfach mal so das Vorzeige Nachwuchsausbildungssystem ist oder war in der Vergangenheit zumindest für den DEB, um sich da mal ein bisschen beim Nachbar umzusehen. Und deshalb gingen einige Spiele oft an die Schweizer, aber natürlich nicht da, wo ich im Tor war. Ja, ja. Gerade schlittschuhläuferisch war das ja auch mal eine Zeit lang. Ja, ja. Eine andere Welt, nicht ne? drauf ein. Du hast Volk. Ist das nicht witzig? Ich sage mal, ja. So, komm, lass uns mal kurz auf die wichtigen so Dinge gucken hier. Nein, aber Team Schweiz, auch die natürlich mit Erfolgen schon bei Weltmeisterschaften. Wir wissen, zweimal Silber, einmal übrigens auch bei der WM in Finnland-Schweden. Und zuletzt ja 2018, wo man ja dann im Shootout gegen die Schweden verloren hat. Unfassbare Partie. Ja. Aber letzten drei großen Turniere im Viertelfinale raus. Ne? Zweimal Weltmeisterschaft, einmal Olympische Spiele. Also das ist auch etwas, wo, glaube ich, der Druck ein bisschen auf dem Kessel ist, dass man zumindest mal wieder vielleicht den nächsten Schritt wieder macht. Das ist die Mannschaft von Patrick Fischer. Und es ist eine
gute Mannschaft. Es ist eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, das kann man so sagen. Es ist ein brutaler Kader, finde ich. Aber sagen wir das nicht immer bei den Schweizern vor jeder WM? Also, ja, aber wenn es stimmt, stimmt's ja. Also ich sag ja, mal, aber die Umsetzung hat ja die letzten Jahre offensichtlich jetzt nicht so stattgefunden. Naja gut, 18 warst du im Finale. So wirst du fast quasi Weltmeister. Ja. Ich glaube, da war sogar noch ein Pfostenschuss. Nee, der war von Schweden damals. Aber auf jeden Fall hast du extrem knapp diese Partie verloren und warst so nah dran. Ich werde mich immer erinnern an das Interview mit Roman Josi nach dem Spiel. Da steht ein gestandener NHL-Recke und der heult quasi. Ja. Und du traust dich fast gar nicht, eine Frage zu stellen, weil ich so denke, scheiße, tut der mir leid. Weil der tut dir wirklich leid in dem Moment, weil die waren wieder so nah dran und waren vielleicht sogar auch die bessere Mannschaft, ist dann auch müßig. Aber was natürlich eine ganz andere Note ist für das Land, Gold zu holen, Weltmeister zu werden, als jetzt für Schweden, die das in gewissen Abständen im Normalfall immer werden. Und deshalb übrigens die schlechte Meldung. Das kam ja auch gerade schon hier von vielen in der Timeline raus. Roman Josi abgesagt. Ne? Bester Verteidiger in der NHL in diesem Jahr mit fast 100 Punkten. Das ist schade. Ich glaube, der hätte halt diesen gesamten Kader noch mal wirklich eine Stufe höher. Dann wären sie für mich, ganz ehrlich, mit Josi wären sie für mich schon mindestens Silberkandidaten gewesen. Okay. Ja, schade. Also gerade nach dieser Saison bei Nashville. Aber wir sehen ja, ich möchte meine hochschwangere Frau momentan nicht alleine lassen. Vollkommen richtig. So. Ja. Punkt. Ja. Muss man auch akzeptieren, respektieren. Good husband. Ja. Good family man. Sehr schade für die Schweiz. Ja. Es tut einfach unglaublich weh, so ein Spieler, vor allem auch in der Kabine. Der geht noch mehr ab, meiner Meinung nach. Aber du hast Timo Meier, den wir gesehen haben. Wir haben, der in San Jose ganz gut unterwegs war. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. 76 Punkte. 35 Tore gemacht. Ja. Nico Hischier für New Jersey auch 60 Punkte gemacht. Dann hast du, glaube ich, einen Jannis Moser dazu bekommen, oder? Ja. Ja, ist auch dabei, von Arizona noch hinzugekommen. Pio Suter auch, Teamkollege von Moseider. Ja. Auch aus Detroit. Jonas Siegenthaler ist dabei, ne? Ja. Glaube ich auch, genau. Also du hast durchaus da viele, viele aus Nordamerika hinzubekommen. Du könntest noch Kevin Fiala, habe ich mal aufgeschrieben. Ja. Minnesota, weiß ich nicht genau, wie es steht. Da steht es 3-2 St. Louis, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also liegen hinten, könnte also noch was geben. Heute Nacht haben sie Spiel 6. Mhm. Also da ist natürlich die Frage, wenn dann Minnesota rauskommt, ob dann Fiala direkt nach Finnland fliegt. Und Nino Niederreiter habe ich mir auch aufgeschrieben, aber die führen, glaube ich, Carolina. Die Hurricanes führen 3-2 gegen Boston, glaube ich, müsste es sein. Ja gut, aber kann ja auch später sein. Ne? Wie gesagt, wenn man da taktisch vorgeht und nicht alle lizenziert, kann ja sein, dass man dann auch vielleicht auf die nächste Runde wartet. Da ist ja alles möglich. Ist ja dann tatsächlich blöd gesagt, also für Deutschland könnte es dann blöd laufen, weil man spielt ja im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz. Ja. Dass dementsprechend die Leute rausfliegen, sind die dann passend zum letzten Gruppenspiel gegen Deutschland, sind dann nochmal zwei sehr gute NHL-Spieler mit dabei. Ja. Auf Schweizer Seite, das wäre natürlich vom Timing bitter. Blöd. Und hinten kackt die Ente, ne? Wissen wir leider, ja. Dann gibt's hat irgendwer mal gesagt, ja. Ja, dann gibt es noch die Geschichte rund um Andreas Ambühl, der Rekordhalter werden könnte, dann oder mit 17 WM. Habe ich das gerade rausgesagt? Nee, habe ich nicht laut gesagt. Du, eine Geschichte möchte ich ganz kurz zur Schweiz noch abrufen, weil das finde ich einen ganz interessanten Fakt. Weil wir ja gegen die Schweiz zweimal gespielt haben in Rosenheim. Die Schweizer machen immer auch ganz gute Geschichten rund um Social Media. Kannst du mal kurz zeigen, was sie für ein Video gepostet haben rund um diese Testspiele in Deutschland? Weil da sieht man nämlich ganz gut, was für ein Spirit in der Schweizer Kabine herrscht, wenn der Chefcoach Patrick Fischer eine Ansage macht. Und ich fand das ganz interessant, auf welche Sprache er das macht. Der junge Patrick Ehlechner, der Oberkörper sich hat. Hey, hell of a game. We worked you guys hard again this week. We came up short last game, but we knew we played the right way already last game. And we came out again today. And really impressive. The guys... I think the Germans had really trouble today.
nicht viel gehabt. Und ich glaube, that gives us confidence. Das gibt uns Vertrauen. It gives you clarity how we want to play. We had a great goal in net today too. Who won his first game? Also es ist immer natürlich in erster Linie Englisch, ist ja klar, in einem Land mit 322 Sprachen. Und dann wechselt er auch, wenn er jetzt jemand direkt anspricht, ne, der vielleicht dann einfach Schweizerdeutsch spricht oder aus der französischen oder italienischen Ecke kommt, der spricht ja auch selber wahrscheinlich 800 Sprachen, Herr Patrick. Und das ist interessant dann irgendwie, ne, wie du da mischen musst. Ne? Das ist halt in diesem witzig. Land sehr, sehr besonders. Also echt witzig. Fand ich einen ganz interessanten Einblick in die Schweizer Kabine. Auch wie er das so gesagt hat. Also unsere Spielweise war so, dass die Deutschen nicht viel hatten, was in dem zweiten Spiel ja auch leider Tatsache war. Ja. Also wird eine schwere Aufgabe. Dann vielleicht im letzten, alles entscheidenden Spiel, wenn es darum geht, ziehen wir ins Viertelfinale ein, ja oder nein. Aber wir wissen... Und ihr wisst es auch da draußen, liebe Schweizer, die ihr uns zuschaut, wenn es Do-or-Die-Spiele sind, wenn es darum geht, mal richtig abzuliefern, dann sind wir da. So, und deshalb, Mikey, raus mit dem Ding. Wo ist der Penalty von Nöbels? Ach Gott, ja, dann muss komm. Ich jetzt... Jetzt guckst du nochmal tief ins Archiv hier. Den gucken wir uns jetzt nochmal an und wenn wir 6 Stunden senden, den zeigen wir jetzt nochmal. Einfach, um auch da draußen allen Fans nochmal die nötige Confidence, ne? It gives you clarity. It gives you clarity, hat Patrick Fischer gesagt. So, guck nochmal. Hast du ein Vorliegen? Das schöne Ding. Es war ein Rembrandt eines Penaltys. Wo ist er? Ja. Spule ich mal ein bisschen vorne. Spule mal nach vorne. Da so, ist er, oder? Ich glaube, das sieht mir. Der Nöbi. So. Guck mal. Wow. Den kannst du dir doch irgendwie, das ist ja, keine Ahnung, wenn du nicht mit einem normalen Klingelton geweckt werden willst, sondern mit einem Bewegtbild, dann musst du dir den eigentlich als morgendlichen Wecker einstellen. So geil. So. Also wirklich der Move. Der ist tatsächlich, also als Nöbels das Ding gemacht hat, ist dann, ich glaube, einen kurzen Moment später meine Freundin vom Balkon ins Wohnzimmer, weil sie gedacht hat, dass ich gerade irgendwie einen Anfall oder so habe, weil ich diese ganze Wohnung zusammengeschrien habe. Echt, oder? Ja. Ja, aber der war einfach nur böse. Also wirklich, der war einfach nur böse, böse. Aber böse. Nöbi hat halt da auch wieder einen rausgehauen. Ja, der Typ hat goldene Hände. So soll es sein. Du, ein Team würden wir vielleicht ganz kurz nochmal abchecken, auch wenn sie erstmal nicht in unserer Gruppe sind. Die Gastgeber, oder? Ja, bitte. Weil Pressure is always on. Ja. Ne? Bei einer Heim-WM ist nie so ganz einfach. Team Finnland. Und dann kommen wir auch gleich zum Quiz, Leute. Ha! Was mir irgendwie tatsächlich als erstes aufgefallen ist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Kader letztes Jahr aussah, aber es sind in Anführungszeichen nur 4 NHL-Spieler. Es sind natürlich schon auch ein paar KHL-Spieler, aber es sind auch viele aus der Schweizer Liga und aus der eigenen finnischen Liga. Ja, und da sage ich, da erzähle ich dir jetzt die Geschichte. 2019, Weltmeister, Finnland. Und was war die größte Sorge? Ich weiß noch, ich komme zur Eishockey-Weltmeisterschaft und der erste, den ich treffe, ist der finnische Reporter. Den habe ich da über 10 Jahre immer getroffen, immer der gleiche Typ, ne? Netter Kollege, aber immer total hektisch. Und das Erste, was er meint, ist, oh Gott, also bei uns geht gar nichts. Wir haben das schlechteste Team ever, das ist Wahnsinn. Wir haben so eine Gurkentruppe und was die da gemacht haben und der Trainer und das ist ja alles schlecht und komplett konsterniert, der Kollege, aufgelöst. Ich sage, also, was ist denn los? Finnland, ja. Ja, also entspann dich doch, man muss doch erstmal alles gespielt werden, sage ich so. Ne? Also du weißt ja nie, was rauskommt, dann kann sich so ein Teamcharakter ja auch bilden und gerade weil vielleicht keine absoluten Superstars da sind, ist dem Team auch klar, wer so welche Rolle hat und irgendwann so nach einer Woche kommt er so zu mir und meint, also es ist besser, als ich gedacht habe. Und am Schluss, Finnland Weltmeister, keiner hatte dann Wahnsinn. Auch vom Land anscheinend damit gerechnet.
Aber sie hatten eine absolute, wie soll ich sagen, so ein Teambonding. Und die haben es in Interviews auch nachher immer gesagt, gerade weil es keiner von uns erwartet hat, haben wir so einen Antrieb gehabt, abzuliefern. Und das hat uns nochmal den absoluten Ultra-Push gegeben. Und am Schluss waren sie Weltmeister. Und es war schon auch eine ganz, ganz große Überraschung für viele Experten. Ja. Die Finnen sind ja immer für eine Überraschung gut. Ja. Und, auch wenn es darum geht zu feiern. Und bei großen Turnieren zuletzt waren sie ganz gut. Offensichtlich, aber die Finnen gehören für mich immer unter die Top 4 in jedem Turnier. Egal, wie sie heißen, woher sie kommen, wo sie spielen. Die Finnen sind für mich immer Top 4 Mannschaft. Ist da heiß? Jetzt wird es langsam hier echt extrem heiß. Machen wir nochmal einen Axel-Peter-Test. Nee, jetzt machen wir Hände einen hoch, Quiz. Hände hoch, Hände hoch, einmal. Es ist ein bisschen, jetzt geht's los bei dir, gell? Jetzt orange, oder was? Nein, wollen wir zum Quiz kommen, Leute? Gerne. Komm, Quiz mal los. Nochmal für alle. So, ja. Ich glaube, der Link vom Quiz ist schon in der Kommentarleiste drin. Also fleißig jetzt rein da auf den Link. Hier ein bisschen. Ja, ja, geht schon. Du dampfst richtig, Slash, ja. Übrigens, gell? Eieiei. Haben wir wieder Eiswürfel. Guck mal, ob ich einen erkenne vom letzten Gewinnspiel. Da gab es ja durchaus ein paar absolute Experten. Und das Coole, guck mal, IEC 92, das ist doch hier Berlin, Berlin, du bist der Städte aller Queen. Ja. Hier kommt einer aus Fishtown. Ja, kann man das Also geht gleich los, Leute. Ich habe gerade natürlich die aktuelle Information aus der Regie aufs Ohr bekommen. Ja. Es geht gleich los. In 10 Sekunden können wir starten. Warte. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. Ja, ja, und Eishockey WM Spezial ohne ein Quiz ist kein Eishockey WM Spezial. Yes. So, Rock'n'Roll, Leute, würde ich sagen. Also, schnallt euch an, wir legen los mit unserem Quiz. Mikey. Ab die wilde Fahrt. Ich drücke, oder? Starten Sie das Quiz. Alles klar. Let's go, baby. Quizmaster. Also, da steht es auch nochmal, je schneller, desto besser. Welches Land hat bei der WM die meisten Medaillen geholt, inklusive Olympische Spiele, die damals gleichzeitig die WM waren. Genau, hier jetzt sozusagen auf die Flagge drücken, wo ihr meint, dass dieses Land die meisten Medaillen geholt hat. Müssen wir da aus dem Bild, genau. Also, welches Land hat die meisten Medaillen geholt? Schweden, Finnland, Tschechien, Russland, Kanada oder USA? Sollen wir 5 Sekunden? Kanada. 3, 2, 1. Du sagst Kanada, Teddy? Die Zeit ist um. Und es ist natürlich 47 Kanada. Medaillen Team Canada. Ich glaube, das war machbar. Dann soll man nachschauen, wer da jetzt die meisten Punkte gemacht hat. Da kann man sich natürlich höchstens noch mit Russland. Gleichstand. CM Ram und ich sag mal, es soll Nummer 40 und nicht Hashtag 40 sein. Aber ja, 95 Punkte ist schon mal solide, ne? Aber das, ja, das ist noch alles knapp. Würde ich sagen, mach mal weiter, oder? Genau. Und nochmal, wichtig, bevor du die Frage 2 raushaust, falls jetzt jemand falsch liegt, ist nicht schlimm. Nee. Ja, du musst nicht alle richtig haben, sondern du musst dann irgendwann in der Addition einfach viele Fragen richtig haben mit der möglichen schnellen Punktzahl, weil du schnell geantwortet hast. Und dementsprechend kann man jetzt auch sagen, hey, ich sehe jetzt gerade erst, bei mir geht's jetzt, ich schalte auf oder habe auf den Link geklickt und kannst auch bei Frage 3 einsteigen. Ne? Auch manchmal kommt man als Spätstarter zum Ziel. So, dann machen wir weiter. Frage 2. Welche drei Nationen haben schon WM-Medaillen geholt, aber noch nie Gold? Drei Nationen, immer 3 zur Auswahl. Genau, das ist einmal haben wir Deutschland, Österreich, Slowakei, dann Österreich, Schweiz, Slowakei, Großbritannien, Österreich, Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz und Slowakei, Schweiz, Großbritannien. Da eben auch auf die richtigen 3 klicken, wo man meint, dass das die 3 Nationen waren, die Medaillen geholt haben, aber noch kein Gold. Wer ist es? Schnell. Das ist machbar. Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist richtig. Und das haben 31. 31 richtig, okay. 31 haben das richtig, das ist stark. Gut. Genau, die Slowakei, deshalb war das für mich vom Ausschluss einfach 2002 eben die Goldmedaille geholt. Haben wir auch schon thematisiert in dieser Sendung. Ja, und Großbritannien eben auch tatsächlich. Richtig. Irgendwann
in der frühen Vorzeit. 36, meine ich. Dann schauen wir drauf. Leaderboard, wie sieht's aus? Oh, da hat sich was getan. Oh, Hallöchen. So, Jens Moser. Ja, okay. Der hat performt, ne? Und wie man sieht, jetzt die vorhin. Die sind immer dabei. Rumstanden. Schauen wir mal, machen wir direkt weiter, kannst oder? Kannst du jetzt, wenn du auf den Namen gehst, ganz kurz mit dem Cursor? Achso, nee, ich dachte, da würde jetzt stehen, wie viel der. Okay, alles klar. Ob der alle Fragen mitgespielt hat bisher. Aber ist ja auch nicht wichtig. So, dann machen wir die nächste Frage. Frage 3 von 15. Welcher Spieler wurde A-Weltmeister, bevor er auch U20-Weltmeister wurde? Hier seht ihr jetzt gleich 4 Bilder. Patrick Roy, Brad Marchand, Patrice Bergeron und Jay Boumeister. Und jetzt muss auch geklickt werden auf die Person auf das Bild, auf den diese Frage zutrifft. Also das weiß ich nicht. Roa, nein. Jay Boumeister würde ich sagen auch nein. Ich würde sagen 50-50. Patrice Bergeron. Und dann leg dich fest. Hast du nur 3? So? Brad Marchand. Ja, Brad Marchand. Falsch. Patrice Bergeron. Ja, 32. Dann ja. Gehen wir gleich mal weiter aus Leaderboard. Da haben vielleicht jetzt auch nicht alle was gewusst, aber gut getippt. Ja, ja, aber ich fand die jetzt schon schwer. Ja. Das stimmt, aber Kollege Moser Jens. Immer noch oben mit da dabei. Da ist immer noch. Der kann so langsam ein bisschen Abstand hinkriegen. Aber Yui, ein bisschen nach vorne gerutscht. Der war, glaube ich, jeden Vierter. Andy jetzt auf der 3. Dann machen wir direkt weiter. Ja. Frage 4 von 15. Das ist großartig. Bei welcher WM gab es den höchsten Zuschauerschnitt? Muss doch Kanada sein, oder? Wir haben zur Auswahl Schweden 2002, Kanada 2008, Schweiz 2009, Tschechien 2015 so. Und Obacht, Fangfrage natürlich auch Lettland 2021. Ja gut, ich hätte jetzt gesagt auf jeden Fall Kanada, aber Kanada 2008, pf, keine Ahnung, wo die da gespielt haben. Schweden oder Tschechien? Und es ist Tschechien. Ja. 2015. Aber wo hat denn dann Kanada 2008 bitte gespielt? In Halifax? Oder wo waren denn die? Dass da die Arena waren auch in so Halifax, klein waren? Ja. Auch in Halifax, ja, genau. Also jetzt muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Ich kann kurz nachgucken, vielleicht finde ich es jetzt hier auf die Schnelle. Das ist auch gemeine Fangfrage. Pass auf, ich kann es euch sogar sagen. Also das. Das war kein NHL-Rink dann. Bitte? Das war dann kein NHL-Rink. Naja, also die Arena in Prag ist halt brutal groß, ne? Das ist ja, ja, aber jetzt im Vergleich in Kanada, die spielen ja normalerweise bei WMs ja auch in NHL-Stadien. Pass auf, ich sag dir kurz den Unterschied. Aber jetzt muss ich kurz mal sagen, warum 6 Leute auf Lettland 2021 gedrückt haben, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, die meisten wussten doch noch, dass vor allem letztes Jahr noch viel ohne Zuschauer passiert ist. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Pass auf, in Prag und in Ostrava, wo damals gespielt wurde, hattest du 64 Spiele. Das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied gewesen zu den Partien ab vor 2011. Ja. Da war es ja ein bisschen weniger. 741.000 und ein bisschen Zuschauer. Das sind über 11.500 im Schnitt. Und bei der WM, was meintest du? 2008 in Kanada, in Quebec City und Halifax waren es eben auch nur 54 Spiele. Alter Modus, 54 Spiele, dementsprechend. Ah, das ist aber fies. Das ist fies. Genau. Also, aber auch nur ein 8000er Schnitt. Also, das lag wohl auch daran, dass jetzt insgesamt da die Arena nicht so gut war. Hat Moser auch nicht gewusst, Joe. Nee, aber Andy hat es richtig gehabt. Krass. So, aber wer hält den Rekord immer noch, ne? Mit über 70.000 Schalke. Ah, ja, klar, Eröffnungsspiel. So ist es. Ja. 2010. So, und Frage 5 von 15. Das erste Drittel hätten wir dann durch. Was haben Peter Bondra, Ilya Kowalczuk, Hendrik Sedin und Connor McDavid gemeinsam? Waren sie WM-Topscorer, okay. Waren bei Rock im Park 2017, mhm. Haben einen Game-Winning-Goal in einem WM-Finalspiel erzielt, wurden an der Nummer 1 gedraftet in der NHL oder haben alle für die Erie Otters gespielt? Also an Nummer 1 gedraftet ist es definitiv nicht. Erie Otters ist auch raus. Rock im Park ist auch raus, das heißt WM-Topscorer oder Game-Winning-Goals. Ich würde sagen Game-Winning-Goals. Vielleicht hatten die auch mal Bock auf ein Konzert irgendwie. Rock im Park. Oh! 40 ja. An Nummer 1 gedraftet. Kann man gut drauf kommen. Ich fand auch, das war eine schwere Frage.
Es sind die Game-Winning-Goals in WM-Finalspielen, ja. Zehn Leute. Bei Rock im Park einer. Vielleicht war es der Wunschgedanke. Ja. Oder die Person war 2017 bei Rock im Park und hat die vier gesehen. In der einen zumindest davon. Was aber gedacht, davor in den Körper gekommen ist, das wollen wir jetzt hier nicht weiter benennen. Und deswegen schauen wir mal aufs Leaderboard. Oh, von den Top 5 hat das keiner gewusst, habe ich gerade gesehen. Und da geht dann schon mal Theo auf die 2, Kussi 37 auf die 3, Tim Sonne auf die 4, da, um wieder zurückzukommen. Aber unterschätzt mir nicht Johnny the Bull. Das ist natürlich, der kommt im Zweifel rasend schnell. Das kann vielleicht auch ein Darts-Fan sein, der hat jetzt meine Sympathie natürlich sofort, Johnny the Bull, man weiß es nicht. Dann Showtime, weiter geht's. Gehen wir zu Frage 6. Wie viele registrierte EishockeyspielerInnen gibt es in Deutschland? Es gibt 5 Zahlen zur Auswahl. Ja, das also ich würde sagen, als erstes, letzte nicht. Sie sind verhältnismäßig nah beieinander, vor allem die Zahlen 3, 4 und 5. Keine Ahnung. Ist schwer. Ich spiele nimmer, also ist einer weniger. Ich weiß aber also nicht. Du hast auch keine Spielerkarte mehr sozusagen, keinen Spielerpass mehr. Und, da schau an. 21.336, okay, das krass. Das haben aber 26 Leute gewusst, das ist stark. Da ist ja auch immer die Frage, die ganz Schlauen arbeiten natürlich zum einen vielleicht auch noch mit dem Second Screen, ne? Also gucken es vielleicht jetzt zum Beispiel. Kann natürlich sein. Auf ihrem iPad, was weiß ich, und guckst magentasport.de und gleichzeitig hast du noch irgendwie eine Suchmaschine offen, dass du noch schneller bist. Aber dein Johnny the Bull, Sascha? Der kommt dran. So, ich hab doch gesagt, er hat ein Gespür für den Jungen. Das ist einer, der geht nicht nur auf die Triple 20, der geht eben ins Bullseye. So, nächste Frage: Wie viele WM-Teilnahmen hat Andres Ambühl? Oh Mist. Ich glaube, da hat der Sascha vorhin was. Aus Versehen gesagt, da müsst ihr jetzt die Zahl eingeben. Ich habe nur gesagt, dass er jetzt alleiniger Rekordhalter wird. Das stimmt, ja. Also hier auch nicht wundern, da kann man es mit Zahlen eingeben oder eben auch mit Buchstaben, was wir ja vorhin hatten. Ne? Ja. Die 10 darf in eine 1 und eine 0 jetzt sein. Jetzt würde oder in dem Fall wird auch Spitzerdeutsch gelten, ne? Weil die Frage zu Andres Ambühl ist. In der Regel schon. So, und es ist... Das weiß die Maschine halt nicht, also lieber Deutsch eingeben, Leute. War natürlich Quatsch. Es sind 16. Es ist wirklich die 17. WM-Teilnahme jetzt. Wahnsinn. Ja, unfassbar. Aha. Ja. Jetzt wollte ich gerade noch eine Zusatzinfo geben, aber lasse ich lieber, weil ich glaube, die Frage kommt. Ja? Ja. Gut, dann. Also, der heilige André ist auf jeden Fall gut am Start. Ja. Und da geht es schon wieder rund. Ja? Das ist ja auch die Frage, irgendwann fragt dich einer, was hast du so gemacht in deinem Leben? Und der Ambühl sagt einfach, du, ich habe nur WMs gespielt. Ich habe nur Weltmeisterschaft. Mein ganzes Leben lang nur Weltmeisterschaft gespielt. Da hat er aber ganz schön viel von der Welt dann auch gesehen, muss man auch mal dazugeben. Ja. Ja. So, mach mal weiter. Frage 8 von 15. Hui war jetzt nach Frage 7 auf der 1. Welche zwei deutschen Spieler haben je 13 WM-Teilnahmen? Huey Lewis in the News. So. Patrick E. Lechner und Rick Goldmann. Dieter Hegen und Udo Kiesling. Patrick Hager und Yassin Elis. Oder Erich Kühnhackel und Alois Schloder. Bei Antwort 1 haben wir ja hier einen direkten Fachmann sitzen, ob das stimmt oder nicht. Ich halte mich bedeckt. Okay. Ja. Man will ja nicht prahlen mit gewissen Sachen, ja? Ja. man muss gar sagen, bei euch sind es 12,5. Ne? Ja. Auf einer wurde der Goldmann früher nach Hause geschickt. Ne? Die und es ist? Der Effenberg des Eishockeys. Dieter Hegen und Udo Kiesling jeweils. Beste Grüße, Goldi. Dieter Hegen und Udo Kiesling, Hegen. Genau. Schöne also. Grüße. Ja. Und dann schau mal. Und, ja, Hui, Kussi. Setzt sich jetzt da oben wieder ein bisschen ab, aber... Aber hat schon Vorsprung, oder? What about Johnny the Bull? Come on, man! Der hat wohl jetzt gerade nicht mehr so viel gewusst. Oder er ist ausgestiegen, das weiß ich nicht. Ja, der ist ja gerade ein bisschen verloren. Der hat das gleiche Problem wie ich, der muss kurz nachdeodorieren, der ist ja kurz rausgegangen. So, machen wir weiter, Frage 9 von 15. Oh, jetzt muss ich hier schnell mal mein Telefon ausmachen, jetzt rufen meine Eltern an. Oh, ja. Welcher Spieler hat die meisten WM-Spiele absolviert? Ja. Andres Ambühl, Wille Pelton, Udo Kiesling oder Vyacheslav Fetisov. Da hätte man, glaube ich, auch noch gut einen
Petteri Numelin nehmen können. Mhm. Der hat, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Weil der nämlich auch ganz, der hat, glaube ich, 15 WM-Teilnahmen. Der war lange der WM-Rekordteilnehmer. Ja. Aber wir hatten ja vorhin einen Kollegen, der hier zur Antwort steht, schon bei einer Frage. Jetzt ist nur die Frage, ob er das dann auch ist. Und, na, da schau an. Das ist genau leider das die Thema. Falsche... Udo Kiesling. Ja. Ja. Das ist ja auch immer dann die Frage, du kannst natürlich 17 WMs spielen, ja, aber jedes Mal in der Gruppenphase früher noch, ne, da hast du nur 3 Spiele gehabt übrigens, ne? Genau. Das war das Problem. Jetzt hast du immer auf Safe 7 garantiert, was natürlich die Anzahl der Spiele für alle, die teilnehmen, erhöht. Ja. Also wenn du jetzt dem neuen Modus spielst, hast du automatisch natürlich immer mehr WM-Teilnahmen, ne? Bei jeder einzelnen Austragung. Kiesling hat 119, genau. Ja. Und Ambühl kann jetzt mit der 17. WM, glaube ich, auf maximal 117 kommen, weil er jetzt bei 107 steht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hast du sehr gut gerechnet, du Mathe-Maschine. Und maximal könnte er ja nur 10 machen. Gut, schauen wir weiter. Wie sieht's aus? Oh ja, da hat es von oben leider keiner gewusst. Da kommt aber Ludwig in die Top 5 rein. Ich hoffe jetzt, dieses Emoji ist nicht sein... Ludwig. Wirkliches, seine wirkliche Hautfarbe aktuell, sonst Ludwig mal zum Doktor gehen, so. Das sieht nicht gut aus. Und dann machen wir doch direkt weiter, Frage 10 von 15. Wieso fragt eigentlich Nico N. gerade, habt ihr euch heute wieder selber schminken müssen? Was soll das denn jetzt wieder heißen? Weiß ich auch nicht. So, da haben wir sogar mehr Zeit, 45 Sekunden, ordnen den Spielern ihre WM-Medaillen zu. Also sozusagen, welcher Spieler... hat wie viele WM-Medaillen geholt. Genau. Also die entsprechenden Namen zur entsprechenden Zahl dann zuordnen. Wir haben Vladislav Tretschak von Russland. Dann, ich würde immer noch sagen, the greatest of all time, Wayne Gretzky. Alex Ovechkin und Michael Nylander. Und dann, einer von diesen Vieren hat nur eine Medaille geholt. Einer hat 9 geholt, einer hat 8 geholt und einer hat 13 geholt. Der Mann mit den 1000 Händen. Hat ja quasi eine Riesennummer. Also das war ja. Die haben natürlich alles früher in Grund und Boden gespielt, ne? Ja, aber was der rausgeholt hat. So, und oh, 5 Leute haben es richtig. Weil, ja, Tretschak, 13 Medaillen. Wayne hat nur eine, gell? Das ist glaube ich, das, was viele. Ja. Also ich muss zugeben, ich wusste davor auch nicht, dass Gretzky nur eine Medaille hatte. Das ist. Und er hat aber auch nur, glaube ich, eine WM gespielt oder 2 WMs gespielt. Im Zweifel lasse ich mich auf meinem Ohr gerne korrigieren. Aber ja, Ovechkin 9 Medaillen schon und Nylander mit Schweden auch schon 8. Ja. Ja, wohin Gretzky? Man muss natürlich auch dazu sagen, so im Gretzky-Zeitalter hatte natürlich die WM für die Kanadier eine ganz andere Bedeutung, ne? Nämlich eine geringere. Das ist ja auch jetzt auch für die Kanadier auch in den letzten 20 Jahren nochmal komplett neu gewachsen, so dieses, weil der europäische Markt auch immer wichtiger wurde, ne? Also insgesamt wird ja auch viel, viel mehr gescoutet hier als vor 20 Jahren. Ja, Kussi 37 ist jetzt wieder vorne. Ja. Der hat schon Punkte geholt und dann machen wir doch direkt weiter. 4 Fragen kommen noch. Nee, 5 Fragen kommen noch. Das muss ich meine Hand selber mal nutzen. Ich frage mich jetzt gerade, ist Kussi 37 männlich oder weiblich? Das. So, wie viele Mitglieder, wie viele Spieler sind Mitglied im Triple Gold Club? Und das ist ja die Legende schlechthin. Ne? Also, wenn du es geschafft hast, WM, Olympia und den Stanley Cup in einer Karriere zu gewinnen. Und hier auch brauchen wir eine Zahl, die natürlich auch ausgeschrieben werden darf. Ich weiß, es ist irgendwas um die 20. Jetzt das weiß ich, habe ich gelesen. Nachdem ich die 25 mag und liebe, nehme ich die Zahl 25. Okay. Und es sind? Immer wieder ein Thema. 29. Oh, okay. 29 sind schon. 4 Leute haben es richtig, oder? Wow. Ja, 4 Leute haben es richtig. Ja, ist es jetzt zu fassen. Okay, krass. Wahnsinn. Schauen wir mal, ob aus dem Leaderboard da wer dabei war. Nein. 0. Oh, aber guck mal, wer da wieder hochgeschossen kommt. Oh, Sascha. Johnny. Da, schau an. Da, Johnny, da ist Bull er wieder ist zurück. Jawohl. Darfst nie abschreiben, die Maschine. Nee, niemals. So, dann. Frage 12 von 15. Achso, bist schon weiter. Ich wollte gerade mal gucken, im Triple Gold Club können wir später machen. Alles gut. Jetzt kommen wir aber nochmal Triple Gold Club. Und zwar, wer ist der einzige Coach im Triple Gold Club? Das wusste ich. Das ist Mike Babcock, DL-Legende Igor Sachakin, Don Cherry oder Claude Julien, aktueller Kanada-Trainer? Das weiß ich auch. Das weiß er auch? Das weiß ich. Ich glaube, das machen viele richtig. Und der Richtige ist hier auch vertreten unter den 4. Ja, nicht, dass noch das irgendwie heißt, von wegen, der steht gar nicht dabei. Ist der Mike. Guck gerade mal hier, Triple Gold Club, können wir da mal nachher
Mit wem wurde Stanley Cup-Sieger? Detroit? Entschuldigung. Wo ist es denn? Und 20 Leute. 15 Igor Sakharkin, das ist auch interessant, aber ja. 20 Don Leute. Jerry 16. Okay. Es ist aber Don Jerry ist das legendärste Bild, ja, klar. Für mich, also. Und Igor Sakharkin haben 15. Dann schauen wir mal schnell aufs Leaderboard, dann lasse ich dich schnell reden. Kussi. Sascha, was du gerade sagen wolltest? Ja, ich guck mal, ich muss gerade die Seite finden hier in meinem. Und Kussi 37 baut die Führung aus. So. Salzer 90 auch schon. Ne? Also. Die können sich absetzen. So, Sascha, du wolltest uns. Ja, ich wollte gerade nur gucken, wer der das letzte Mitglied im Triple Gold Club wurde. Also, wann das war. Und zwar müsste es sein. Jay Bowmaster. St. Louis. St. Louis 2019 dann den Stanley Cup gewonnen, ja. hat schon früh WM-Medaillen gewonnen in den frühen 2000ern, Olympisches Gold mit Kanada 2014 und das ist das letzte offizielle Mitglied, also seit Juni 2019 mit St. Louis gegen Boston den Cup gewonnen, seitdem ist er dabei. So, Frage 13. Was haben Vyacheslav Fetisov, Igor Larionov und Peter Forsberg gemeinsam? Stanley Cup-Sieger mit Detroit, WM-Topscorer waren, sind NHL-Coaches oder Mitglieder im Double-Triple-Gold-Club. Heißt, sie haben das Ganze zweimal geschafft. Also zweimal Stanley Cup, zweimal WM-Gold und zweimal Olympia-Gold. Ja, Wahnsinn. Ja, Detroit ist raus, klar. William Bader. NHL-Coaches sind sie auch raus. Dann das sind ist sie. Mitglieder im Double-Triple-Club. Das ist stark, also... Da. Im Double-Triple-Goal, also das ist schon... Da das bist heißt, du musst auch zweimal ja Olympia gewonnen haben. Das geht jetzt auch nicht so einfach. Aber 28 Leute haben es richtig. Ja. Dann schauen wir weiter. Also ich kann euch ganz kurz sagen, Fetisov hat zweimal Olympisches Gold, 7 WM-Titel, 2 Stanley Cups, Larionov zweimal Olympisches Gold, 4 Weltmeisterschaften und 3 Stanley Cups und Forsberg zweimal Olympia, 2 WMs und 2 Stanley Cups. Geil. Alles da kann man sagen, Respekt, ganz ordentliche Karriere. Ja. Kann man mal geschmeidig drauf zurückblicken. Mhm. So, Kussi 37 immer noch oben. 140 Punkte Vorsprung mittlerweile auf Platz 3. Ui. Und 160 auf Platz 4. Das schon könnte nach einem Gewinn aussehen, weil wir haben jetzt noch 2 Fragen. Es gibt übrigens, das ist irre, ich habe hier so ein History Fact Sheet, da steht alles drauf. Es gibt Spieler, und zwar 3, ich glaube, die Frage kommt nicht, die haben es in 2 Jahren geschafft, Mitglied im Triple Gold Club zu werden. Also in 2 Jahren alles gewonnen. Von 2006 bis 2008. Und erstaunlicherweise sind es Schweden in dieser absoluten Hochglanzzeit, wo die alles gewonnen haben. Niklas Kronwall, Henrik Zetterberg und Mikael Samuelsson, die 3 haben mal eben kurz in 2 Jahren das ist stark, sich da in diesen feinen, elitären Club gespielt. Wahnsinn. Ja. Mikael Samuelsson mal zeitlang auch bei Marco Sturm im Coaching-Team gewesen. Ah, ja, das war der. Den hat er zwischendurch mal hinzugenommen, so beim Deutschland-Cup und so. Ja. Oh, geht weiter. Ich habe hier... Alles gut. Die Frage war, welche 2 deutsche Verteidiger wurden zum WM-Verteidiger des Turniers gewählt? 47 richtig. Ja, okay. Mo Seider und Dennis Seidenberg. Und dann schauen wir weiter, ob man eventuell... Oh, Kussi... 37, das ist, glaube ich, ein sicherer Platz 2, wenn ich das richtig im Kopf habe, weil ich glaube, es gibt maximal 100 Punkte zu. Wie viele Frage war das denn? Das war die 14. von 15. Es kommt nur noch eine Frage. Ja. Ist Kussi eigentlich in also der Pole Position? Also Kussi 37 und Salzer 90 machen Platz 1 unter sich aus. Ja, aber du, also ich glaube, Platz die letzte Frage, Platz da gibt es bestimmt jetzt auch nochmal 122 Bonuspunkte. Das kann durchaus auch sein. Aber Platz 3 und sozusagen noch ein weiterer Schal. Ist noch eng. Letzte Frage. So. Ordnet den Ländern ihre WM-Goldmedaillen zu? Okay, das ist nochmal schwer vielleicht. Heißt, so wie vorhin bei den Medaillen von den Spielern, hier auch USA, Russland, Schweden, Tschechien. Welche Nation hat wie viele WM-Goldmedaillen geholt? 2, 12, 27 oder 11? Ja, die 11 und 12 Russland. Ist schwer.
Also 27 finde ich jetzt einfach. Ja, ja. Aber dann wird es zart. Wegen 11 und 12. Da kannst du dich natürlich schnell versemmeln. Das ist echt schwer. Also. Aber ein Land ist natürlich auch dabei, wo man weiß, die gewinnen jetzt nicht besonders viel. Genau. Das 9 haben es richtig. Und das sind die USA. Die Schweden haben jetzt 2 Gold. Hat 11, Tschechen haben 2. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht 100% auswendig gewusst. 11 und 12. Also 27, Russland war klar. Stark. Immerhin 9. So. Ja. Showtime. Und jetzt, wer hat gewonnen? Zack. Es Kussi. Ist Kussi mit 37. Und Jens Moser noch mit der letzten Frage auf Platz 3. Und damit den zweiten Schal geholt. Salzer 90 holt sich auch einen Schal. Und Kussi 37 gewinnt das signierte DB-Trikot. Glückwunsch. So. Und Sascha weiß, was die... Nee, du weißt das. Nee, ich weiß das nicht mehr. Die müssen jetzt einen Screenshot machen. Von was müssen die einen Screenshot machen? Die müssen jetzt, soweit ich das im Kopf habe, die müssen jetzt einen Screenshot von ihrem Bildschirm machen, wo eben zu sehen ist, wie viele sie wurden und dass sie das auch sind. Ja. Und dann mit der Adresse an unsere Handynummer, wenn ich es richtig im Kopf habe. So ist es. An die WhatsApp-Nummer, pass auf, 0175... 6817248. Ja, genau. Also mit Adresse und Namen und bitte Screenshot auch, dass ihr das seid bzw. wart. Also. Und dann gehen hier stark. Die Gewinne raus an Jens Moser, Salzer 90, jeweils einen Schal. So, das Ding für Jens Moser. Danke. Da sind die Unterschriften drauf übrigens, ne, dass du nicht denkst, das ist nicht signiert. Genau hier. Einmal Jens Moser. Oh. Glückwunsch und danke fürs Mitmachen. Oh. Ja. Jetzt nicht so rumschwenken, weil sonst gehen ja die Unterschriften ab. Meine ich. Ne? Mit deinen Griffeln da. Hier, guck mal da. Du greifst in, diese schöne... Ich habe doch ganz saubere Finger. Sag mal. So, das geht dann an Salzer 90. Salzer 19 Ole. And now, ladies and gentlemen, it's time. We proudly present das Trikot des Tages an Kussi 37. Super Glückwunsch. Kussi, super Kussi, hey. Super Kussi, super Kussi, hey. What's wrong with you? Es sind die Fans. Ja. Glückwunsch. Kussi, also Kussi, auch mit allen Unterschriften, das deutsche Trikot geht raus an dich. Ja. Männlein oder Weiblein, weiß ich immer noch nicht. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Okay, Deutschland. Es ist ein männlicher Teilnehmer. Jetzt muss ich nochmal kurz hier unser Chat aufmachen. Den habe ich nämlich gerade hier versemmelt. Also Leute, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ludwig meint, danke für das geile Quiz, immer wieder gerne. Immerhin nicht letzter. Das ist ein guter Humor von Timo. Sehr schön. Sehr gut. Da ist das Ding. Viel Spaß damit, Kussi. Genau. Das ist aber Pflicht jetzt übrigens, Kussi, den nächsten Spielen. Ich hoffe, es kommt schnell zu dir. Dann auch mit diesem Jersey. Zuschauen bei uns bei Magenta Sport, wenn die deutsche Mannschaft spielt und gerne ein Bild schicken. Ne? Unbedingt. An unsere WhatsApp-Nachrichtenadresse. Vielleicht bauen wir das dann ein in unsere Sendung von den deutschen Spielen. Puh, ist mir warm. Ich bin auch ein bisschen fertig hier. Mich dehydriert die ganze Veranstaltung hier. Ich gebe es offen zu. Ja? Ja, ja, ja. Na dann. Also, sollen wir Ende machen? Wie viel Uhr ist es denn? 22.08 Uhr. Ihr seid ja besoffen. Aber das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Umso länger, also macht mir unglaublich viel Spaß in dieser Show. Ja. Aber umso länger die Show andauert, desto schlechter sitzt die Frisur. Und umso intensiver riechst du. Also das ist jetzt mein Zwischenfazit aktuell. Es gab auch früher immer noch diese Glasscheiben dazwischen und so weiter. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt so ins Persönliche abdriftet, dann beende ich die Veranstaltung hier. Also, weil ich kann sagen, wann hier Schluss ist. So, ich habe nicht viel zu sagen. Hast geschafft. Ich habe nicht viel zu sagen. Yes, yes. So, so die erste Nachricht geht an den Kollegen im Ton. Magenta, bitte einmal Sportfans, den Saft abdrehen. Vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Abend heute bei uns, bei mir hier in der. Dreht ihm einmal den Saft ab jetzt, bitte. Danke an alle, die mitgemacht haben bei. Vielen Dank an alle, die hinter der Kamera mitgemacht haben. Dieses tolle Quiz.
Ja, wann denn? Weißt du denn wenigstens wann? Immer. Immer? Immer Magenta Sport. Sei dann. Muss ich euch denn sagen? Na, schau mal doch schnell auf meinen Laptop. So. Da hab ich's doch. Die Kollegen von unserer Instagram-Redaktion haben es auch rausgehauen. Das ist der aktuelle Spielplan. 18:45 Uhr. Morgen einschalten, wer nicht dabei ist. Für die Vorrunde. Die kann ich dann genau, also kann man sich schon mal gut merken. Ne? 13., 14., 16., immer 18:45 Uhr sollte für euch klar vermerkt sein. Freuen wir uns. Sehr schön dann das letzte Spiel, 24. Mai gegen die Schweiz, 10:45 Uhr. Da kannst du wunderbar Weißwurstfrühstück machen. Da kannst du dich auf Vatertag ehrlich einstimmen. Oder so. Ehrlich. Ja. Sonst? Gehen wir jetzt alle ins Eisbad, oder? Nee, du hast doch noch was, auch wenn mir das jetzt nichts bringt, aber du hast noch irgendwas, was uns heiß macht. Das habe ich, ja, aber das, ich dachte, das ist dann so, wir sagen Ciao und dann kommt das und wir lassen den Zuschauer heiß gemacht zurück. Ach so, ja, oder also das heiß gemacht auf morgen. Alles klar. Ins Bett gehen. Dann hören wir damit auf. Ich nehme jetzt auch eine kurze, ja. Bist ein bisschen warm. Ja, absolut. Also 18:45 Uhr morgen, wie gesagt, die deutschen Spiele live bei uns bei Magenta Sport. Wir freuen uns und natürlich dann auch, wenn es in die heiße Turnierphase geht, ab dem Viertelfinale alles live bei uns, wenn es auch rund um die Medaillen geht. Das war mal so die kleine Einstimmung heute Abend in diesem herrlichen Fernsehspiel. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Danke fürs Mitmachen beim Quiz und vor allem natürlich fürs Zusehen. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen live dabei seid, wenn die deutsche Mannschaft startet gegen Team Canada. Also, macht's gut. Und jetzt gibt's vom Magic Mike noch den Heißmacher. Den brauche ich persönlich nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Macht's gut. Bis, ciao, bis morgen. Achso, gehen wir gar nicht, oder? Ja, du kannst sitzen bleiben. Team Deutschland auf dem Weg zur Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Und Deutschland führt hier. Ein wunderschöner Schuss oben rein. Tor!